darf, ne? Wer wollte das jetzt eigentlich Ja, haben? du natürlich. Ach so, na gut. Johann, bin ich gut dafür. Hallo und willkommen zu Infomail, einer der Podcasts aller Zeiten. Oder so, I guess. Featuring. Jetzt seid ihr dran. Ach so, okay. Hi, Das ich läuft schon bin mal sehr gut. Christian. Ich bin Christian oder Chris, wie Jan mich öfter nennt. Oder war das, glaube ich, Noctis Second als Twitch? Und Ja, ich glaube schon. falls ihr Warte, ich kann kein es Konzert nachgucken. haben wollt, folgt mir auf Ja, da kommt bald Twitch. Zelda 2, habe ich Und gehört. Ja, ich glaube das habe schon. ich tatsächlich noch geplant. Falls ihr kein Das ist Konzert noch, haben. das ist noch geplant. Also das will ich auch wirklich noch durchziehen, weil ich wurde zwar hart verarscht, es tut auch immer noch weh, Ich aber okay. weiß nicht, was dein Problem ist. Kommen wir aber lieber zur nächsten Ich Person. habe nun jetzt Tears of the Kingdom bereits trainiert. Kommen wir zur nächsten Person lieber. Ja, ich bin Anna. Keine Ahnung, was ich noch dazu sagen soll. Ja, mehr brauchst du, glaube ich, auch nicht, oder? Nee, nicht wirklich, ne? Okay. Das ist schon mehr, als ich zu mir gesagt habe, fällt mir gerade ein. Das stimmt. Ich bin Jan Hey. Klutzuk. Hallo. Nee, das sind nicht unsere Dinger. Ach, Manu. Schade eigentlich. Ich hätte Wenn du was eigen. gern einen Nachnamen von einem Pokémon. Ja, such dir deine Lieblings aus und hau rein. Boah, ich muss jetzt eigentlich mal auf Bulbapedia gehen und nachschauen, was wäre so der schlimmste Pokémon-Name, den du haben kannst. Jan Unratütox oder sowas klingt, glaube ich, ziemlich schrecklich. Kannst du auch machen. Ja, weil jetzt habe ich mich an Jan Blutzuck schon gewöhnt. Ich glaube, ich habe sogar Mii schon so genannt. Oder irgendwie so ähnlich. Das erinnert mich tatsächlich an ein Meme, das ich letztens gesehen habe bezüglich Pokémon Schwarz und Weiß. Und zwar gibt es, glaube ich, nachdem du die erste Stadt verlässt, gibt es eine Person, die sagt, du und dein Pokémon seid euch ziemlich ähnlich. Und wenn du dann zum Beispiel Unratütox da drin hast als erstes, ist das halt auch schon so ein bisschen so. Ei, 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 Es ei, ei. gab im ersten Animal Crossing so eine Line, da sagt ein Bewohner, wenn sie dir irgendwas schenken, hier, ich musste an dich denken, du kannst aber auch einfach einen Mülleimer da bekommen. Autsch, Und das ist auch Autsch. eine der netten Sätze. Das war im ersten Animal Crossing, da hatten die eigentlich keine Probleme damit, dich anzuscheißen für irgendwas. Okay, den ersten Animal Crossing Teil auf dem DS habe ich tatsächlich nie wirklich erlebt. Der GameCube-Teil war der erste. Also Ah, genau ja, genommen, es stimmt. gab den japanischen im GameCube, Animal Forest. Dann wurde der, wieder dann nach Europa kam, da wurde dann noch mehr Content reingemacht. Und zwar so viel Content, dass man den in Japan re-released hat als Animal Forest Plus. Und das ist dann quasi die GameCube-Version gewesen. Der DS-Teil war der zweite, der Wii-Teil der dritte, 3DS der vierte und dann New Horizons. Ah, okay. Dann war das der erste, von dem ich jemals kennengelernt habe, dass Animal Crossing existiert. Welche Aber. habt ihr denn gespielt davon? Also ich habe den DS-Teil gesuchtet und Wii ein bisschen und dann Switch habe ich spielen lassen. Trifft's am ehesten. Keinen einzigen. Du hast keinen einzigen Animal Crossing-Teil gespielt. Nee. Anna, welchen hast du gespielt? New Horizons. Auch nur den. Yep. Oh Gott. Ich bin der Animal Crossing-Experte hier. Scheiße. Ja. Ja, er erwartet keine Animal Crossing-Folge, also bitte. Also ohne Oh mich ne, denn ne. dann. Ja. Same. Ach schade, ich wollte unbedingt Animal Crossing. Du kannst in Animal Crossing halt wirklich relativ viel besprechen. Es gibt versteckte Lore, dass zum Beispiel Tom Nook und die Schreinerschwestern, die kennen sich schon seit Kindheitstagen und der hat denen irgendwie massiv ausgeholfen, als die Eltern gestorben sind oder irgendwie was. Also das sind so Voice Lines, die kriegst du nur, wenn du irgendwie schon 20 Mal mit denen gesprochen hast am Tag. Das ist eigentlich ziemlich komplex und deep, aber du erfährst halt als Casual-Spieler davon nie was. Ich finde das super faszinierend. Stimmt tatsächlich, vor allem wie das alles halt erschaffen wurde, sage ich jetzt mal. Weil das Spiel existiert ja eigentlich nur, weil der Entwickler selber ein bisschen Heimweh die ganze Zeit hat und er sich damit nicht so einsam fühlt. Das fand ich eine krasse Story. Ja, es ist schon faszinierend, weil wie nicht manchmal Spielideen so zustande kommen.
Da verstehe ich es absolut. Oder bei Pikmin, wo Miyamoto Ameisen beobachtet hat. Nintendogs, weil er einfach mit dem Hund gespielt hat. Paper Mario saß er wahrscheinlich auf der Toilette und dachte sich, oh, Klopapier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber erzähl mal, Jan, was hat es eigentlich mit diesem Namen auf sich? Infomüll. Gut, dass du fragst. Das Infomüll. ist ja überhaupt nicht so, als hätten wir das vorher gestellt oder so. Weil, was ist denn überhaupt Infomüll? Was machen wir Wir hier sind doch drei gerade live bei hier? Infomüll. Du bist gerade Infomüll. Wir alle sind Infomüll. Und unser Infomüll. Jetzt müssen noch diese russische Nationalhymne kommen. Die sowjetische. Oh Gott. Und das Bugs Bunny-Meme. Also das Rote, nicht das Big Chungus. Ich weiß, welches du meinst. Okay, dann ist gut. Ich weiß nämlich nicht, wie es heißt. Die Idee war, wir reden einfach über alle möglichen Stories. Wir sind ja alle drei im Einzelhandel, wenn ich das bei dir richtig weiß, Chris. Bei Anna weiß ich es. Nicht mehr, Achso, nicht nicht mehr. mehr. Ja, gut. Das hat vielleicht auch noch mehr Gründe dann. Dann hast du vielleicht sogar kannst du sogar noch besser beurteilen, warum du raus bist. Und wir haben uns gedacht, wir könnten mal die ganzen Stories, die sonst irgendwie immer nur untergehen oder nur unter den Kollegen erzählt werden, könnten wir doch alle mal auch weitererzählen. Wie kam es zum Namen? Wir haben an der Information einen Mülleimer und da haben wir immer gesagt, da packen wir die ganze Kacke rein und daraus wurde dann halt recht schnell der Infomüll. Und irgendwann haben wir gesagt, das ist eigentlich ein guter Name für einen Podcast. Den sollte mal jemand machen. Und dann habe ich das Memo nicht bekommen, dass das nur ein Scherz war. Und jetzt sind wir hier. Wichtig ist vielleicht auch zu wissen, dass wir nicht nur über ein Thema reden hier jetzt die ganze Zeit, wie es schon angefangen hat. Schweifen sehr stark ab. Das macht jeder Podcast irgendwann. Du fängst immer an und sagst dir, okay, darüber müssen wir reden. Und wenn da nicht eine Person dabei ist, die das Ganze noch wieder versucht, auf eine richtige Bahn zu schieben, dann geht das immer so weit weg von allem, von jeglichem Gut und Böse. Das ist Ja, das normal. stimmt. Und es gibt immer eine Person, die hat so sein Inhaltsverzeichnis und sagt dann, ja, okay, nee, warte, das ist das Thema, das kommt Ach später, ja, nicht und übrigens jetzt. das eigentliche Programm. Ich weiß nicht, wer möchte denn mit den Stories anfangen? Immer der, der fragt, würde ich sagen. Okay, Stimmt. aber warte, ich habe meine Liste hier. Kurze Frage, bevor wir anfangen. Ich werde natürlich jegliche Person, die in meinen Stories vorkommt, werde ich nur beschreiben, nur dass man sich vorstellen kann. Aber wie ist es mit dem Namen in den einzelnen Einzelhandelsläden? Sollen wir wirklich sagen, Also was es ich für sage immer welche nur der sind? Laden, wo ich arbeite. Okay. Und Ja, bei das dem ist, alten habe glaube ich ich, kein besser. Problem, den zu erwähnen, was da war, wo mir mal Karteikarten an den Kopf geworfen, also versucht zu werfen. Das ist schon mal die erste Story. Wir wollten Kunde Karteikarten an den Kopf werfen. Es war aber zur Corona-Zeit, da war ein Schutz dahinter. Und das war halt irgendwie so, ja, was machen wir jetzt? Die Pointe daran ist, dass es nur dazu war, weil wir hatten so ein Zusatzangebot, was wir jedem da aufquatschen mussten. So einen viel zu teuren Stift, so ein Karikatur, nee, nicht Karikatur, Kalligraphiestift, womit du halt besonders schön schreiben kannst. Und das ist halt eine super kleine Zielgruppe für sowas. Und die mussten mir trotzdem jedes Mal aufs Neue anbieten und am besten auch immer noch irgendwie individuell. Und die Kunden hat das so genervt. Wir haben das auch immer weiter gesagt, das nervt die Leute nur. Nee, mach das trotzdem weiter. Anders verkaufen wir die Scheiße nicht, auf gut Deutsch gesagt. Und war da irgendwie schon ein Scheißtag. Und dann habe ich es ziemlich abbekommen und habe da dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, ich oder die Kollegin haben dann beim Rausgehen noch einen schönen Tag gewünscht. Das hat ihn wohl so aufgeregt, dass er die Karteikarten dahinter hergeschmissen hat. Hat die Kollegin Oh gesagt, Gott. ja gut, die packen wir einfach zurück in den Laden. Wir nehmen das so zurück und keine Ahnung, die 5 € für die Karteikarten kannst du da einstecken. Das ist aber tatsächlich nichts Unübliches, dass Leute immer wieder, wenn sie einkaufen gehen, so einen übelsten Wutausbruch haben. So gefühlt jedes Mal, wenn sie irgendwie Feierabend haben oder irgendeinen Stress haben, gehen sie erstmal einkaufen und dann passiert da irgendeine Kleinigkeit. Das heißt, irgendeine Kleinigkeit kann passieren und die regen sich schon auf, als hättest du, keine Ahnung, deren ganze Familie beleidigt oder sonst was ge gegen die gemacht. Das ist halt auch sehr, sehr crazy. Und ich finde, eine Sache, die wir tatsächlich anmerken sollten, ist nämlich zum Beispiel, ich für meinerseits
Mein Laden, den ich betreut habe, bei dem ich auch meine Ausbildung gemacht habe, ist tatsächlich in einem kleinen Dorf gewesen. Das heißt, ich habe so richtige Dorfkunden gehabt. Also Wie ist alle es denn bei... Aslaks, die sich Alkohol kaufen wollen, oder? Ja, aber wie ist es denn bei euch beiden gewesen? Ich war mitten in der Innenstadt, um meine Chefin zu zitieren, zu uns kommt das ganze Gesocks. Oh. Also während der Ausbildung jetzt. Hm. Das hast du gerade auch, es war ein Schreibwarengeschäft, das hast du bei an zweimal im Jahr hast du es gemerkt, das war Schulbeginn und das war Weihnachten. Da hast du halt echt gemerkt, wie die Hölle los war. Ansonsten, du hast dich Ja. ziemlich hart da gelangweilt, weil du hattest so, vielleicht so einen Karton an Ware mal. Das bist du am Tag mit fertig geworden und dann war halt so Sachen wie. Räum den Laden auf, kontrolliert diese und jene Liste und. Dann hast du eine Liste, wo du jeden Artikel mal überprüfen sollst und am Ende des Tages wird die trotzdem weggeschmissen. Also, ich verstehe die Kollegen schon, die haben es dann irgendwann ein Buch daneben hinter den Schreibtisch gepackt und haben das einfach gelesen in der Zeit. Das war schon die sinnvollere Variante. Du warst halt die Hälfte der Zeit auch alleine im Laden, was eigentlich auch nicht so ganz erlaubt war, weil du durftest ja auch nicht raus von der Verkaufsfläche durftest du nicht runter. Nur wenn du mal auf Toilette musst, hast du halt ein Problem. Da musst du halt irgendwann mal raus. Und da vorne in eine Flasche zu pinkeln, macht sich, glaube ich, auch nicht so toll. Nee, auf keinen Fall. Auf Nee, und keinen ich Fall. will auch nicht wissen, was da nicht an Diebstahl überall war, weil wir hatten auch noch alle möglichen Postkarten und Grußkarten und sowas. 4 oder 5 Ständer voll, mit denen hatten wir draußen stehen. Ich garantiere, die Hälfte ist davon geklaut worden, weil du kannst das halt nicht überprüfen. Du bist alleine da, du siehst draußen nicht mal richtig hin, weil da ja noch die Fenster sind ja da, dann sind die Fenster noch beklebt mit irgendwelcher Werbung, dann sind die Säulen dazwischen, dann ist dann Tür irgendwie noch im Weg und. Du kannst, und dann musst du nebenbei noch kassieren, bist alleine im Laden. Du hast unmöglich da den Überblick, dass du alles sehen kannst. Das wird nichts. Und, aber kommen wir mal kurz zu Ach so, dir, stimmt, du Anna. wolltest ja mit deinem Dorf was erzählen. Ja, aber zuerst zu Anna. Wo hast du denn? Hattest du die ganzen Besoffkis oder hattest du das Gesindel? Oder hast du beides? Also, ich würde sagen, dass also viele Studenten hatten wir, ältere Leute. Wir hatten auch tatsächlich voll viele Stammkunden, die auch teilweise super lieb waren, was eigentlich auch voll schön war. Ja, ab und zu schon auch mal Besoffkis, aber nicht oft. Also es war tatsächlich, es ging. Du warst bei Lebensmitteln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Ja. Okay. Lebensmittel ist sowieso das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, das Ja, hatte ich einmal noch stimme ich für. zu. Stimme ich zu. Ich war für Lustig. 3 oder 4 Wochen bei Tegut, und oh, das hat mir gereicht. Und ich war nur einmal die Woche da, das hat mich schon so fertig gemacht, wo ich noch nach einem Ausbildungsplatz gesucht habe. Ja, es ist schon hart. Ja, Erinnere ich hatte mich auch keinen daran. Anleiter, keiner wusste. Ich glaube, die wussten nicht mal wirklich, wie ich heiße. Dann hatte ich noch einen von der damaligen Schule, wo ich vorher war, habe ich dann nochmal da einen getroffen, wo ich auch dachte, ja gut, der hat eigentlich Informatik studiert, jetzt sitzt er bei Tegut an der Kasse. Weiß nicht, ob das jetzt nicht, um es mal böse zu sagen, ein Downgrade ist. Abhängig tatsächlich davon, wo du arbeitest an der Kasse, verdienst du sogar mehr in manchen Bereichen der Informatik, was ziemlich crazy ist, muss ich sagen. Also Einzelhändler werden, glaube ich, auch sehr stark auch noch gesucht, weil das ist halt auch nicht so recht beliebt. Deswegen gibt es ja so manche Ausbildungen, da verdienst du auch schon ganz gut und dann am Ende, wenn du da durch bist, das kannst du eigentlich schon ganz gut verdienen. Vor Ja, allem aber mit bei den den wenigsten, ganzen, glaube ich. genau, vor allem mit den Aufstiegsmöglichkeiten, die du dann auch hast. So, was ist jetzt mit deiner Dorfstory? Meine Dorfstory? Oder Annas Dorfstory? Ich habe beide eine Nee, Dorfstory. ich bin im Leben nicht auf dem Dorf gewesen. Nee, ich war in der Stadt. Ja, Dorfstories habe ich eigentlich viele. Vor allem, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Eine der schlimmsten Sachen bei uns ist Kirmes. Sagt euch Kirmes Ja, etwas? Schon mal von gehört? wir hatten eine eigene Kirmes bei uns im. Es war schon eh so ein kleines Drecksdorf, wo jeder jede Zeiten von wem anders kannte. Und trotzdem hatten wir einmal im Jahr noch einen eigenen Markt. Ich sage jetzt nicht, wie er hieß, weil es war der Name der Stadt. Das möchte ich deswegen jetzt nicht sagen, aber. Und Ja. das war halt jedes Jahr auch dasselbe. Und
Oh, ich verstehe, warum meine Eltern das mochten, oder hauptsächlich mein Vater, weil das ist halt Gewohnheit. Und ich dachte mir irgendwann, ja, aber es ist doch jedes Jahr, das Entenangeln steht am selben Ort, die Losbude steht am selben Ort, das Schießen steht am selben Ort, das Zelt steht am selben Ort. Es ist jedes Jahr exakt das Gleiche. Und ich fand es irgendwann einfach nur noch Käse. Ich meine, das Geld habe ich mir irgendwann, das ich dann von meinen Eltern gekriegt habe, so eingesteckt und habe es dann in Nintendo-Produkte investiert. Aber. Das hört sich so sehr nach dir an, ich Ja, schwöre. ne? Als ich es ausgesprochen habe, dachte ich mir das auch. Ich weiß, meine Schwester macht das aber auch so. Die sagt dann immer, oh, da ist ja der und der Markt, da will ich ja hin. Und ich denke mir dann, ja gut, da gibt es halt zu Hause nichts zu essen, weil sie halt sagen, ja, wir sind eh auf dem Markt. Und dann hole ich mir dann da halt eine Currywurst und dann ist es gut. Vielleicht nehme ich noch mal ein Eis mit. Das war so das eine Highlight, was sie mal hatten. Da hatten sie diese amerikanischen, was ist das, 500 Milliliter Eisbecher, wo du keinen richtigen Löffel bekommst, sondern nur so ein Holzstiel, der nicht mal gerundet ist. Sondern wie bei so einem Stieleis, nur in Fett der Stiel. Und damit musst du es dann löffeln. Also wahrscheinlich auch Diabetes to go, würde ich mal stark vermuten. Das hole ich mir dann vielleicht noch. Das kostet mich dann zwar auch schon 10 €, wobei jetzt mit Inflation wird es wahrscheinlich 20 kosten. Aber dann hast du halt, das war halt alles auch, was ich an Geld ausgegeben habe. Weil was soll, ja, ich muss unbedingt noch Entchen angeln oder was weiß ich nicht. Oder damit ich mir irgendein hässliches Plüschchen noch holen kann. Oder so, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe nichts mehr. Doch, ich glaube, ich habe noch so ein hässliches grünes Vieh irgendwo mal gehabt. Das habe ich auch nur benutzt, damit das mein Ladekabel im Handy hält an der Wand. Das war halt auch nur irgendwie, um das Vieh zu nutzen. Ja. Ich glaube, das habe ich bei der Schießbude mal gewonnen. So, das war wahrscheinlich so der Trostpreis. So die Dinger, die 5 Cent kosten und eigentlich, weiß ich nicht. Eigentlich ist es Verschwendung, die überhaupt herauszugeben. Kommen wir zurück zu meiner Dorfstory. Für den Kontext, wir haben mein Laden, den ich hatte, das war ein Lebensmittelladen, der aufgeteilt wurde in Lebensmittel, Non-Food, alles, was so dazugehört, und Getränkemarkt. Das heißt, es Also in drei waren oder durch zwei. zwei. Nee, das waren einfach zwei Läden, die standen einfach direkt nebeneinander und da ist dann zum Beispiel so ein kleiner Weg, so eine Ausfahrt, trennt die dann einfach nur. Und genau dahinter war so ein kleiner größerer Platz und da war dann immer die Kirmes. Ein kleiner, größerer Platz. Warte, wie stelle ich mir das jetzt Ja, vor? also, nee, einfach, da war so ein einfach offener Platz. Da So ein war zum Parkplatz Beispiel letztens jetzt, oder mehr nee, kein so. Parkplatz. Da waren früher so Bereiche, wo man so Pferde hingestellt hat, also so eingezäunt, aber dann wurde es verwendet dafür, dass man einen Zirkus da aufbaut, dass man die Kirmes da aufbaut mit seinen Autoscootern, mit dem Bierzelt und ähnlichem. Und da ist es dann halt so gewesen, zur Kirmeszeit Spätschicht zu haben, ist wohl eine der geilsten Erfahrungen, die man je machen kann. Vor allem, wenn man im Getränkemarkt arbeitet, weil ihr halbstarke 13-, 14-Jährige zu euch kommen, die euch dann wollen, dass ihr ein Bier von denen, den Bier verkauft. Und das war dann immer wieder so eine wilde Story. Eine Sekunde. Ich kann mir schon denken, worauf es hinausläuft, dass die 13-Jährigen dann mit ihren gefälschten Persos da ankommen oder sowas. Ja, safe. Oder wahrscheinlich dann gehen rein, sprechen dann draußen wen auf der Straße an, ey, kannst du uns mal Bier kaufen? Kannst du auch den Restbetrag behalten und genau so machen sie es dann. Kannst halt auch Ja. unmöglich verhindern. Nee, Da das stimmt wohl. gibt es seit halt jeher Workarounds. Ich habe selber schon welche gefunden. Okay. Ja, ich hatte mal für ein Schulprojekt sowas ähnliches machen müssen. Es war zwar nicht mit Bier, sondern mit Streichhölzern, aber im Prinzip ist es Ich das Gleiche. bin übrigens zurück. Sorry. Ja, alles gut. Auf Du jeden warst bei den Fall hatten wir Halbstarken. da, genau, wir hatten die Halbstarken, die dann zu uns gekommen sind. Die ganze Zeit wollten, dass wir den Bier verkaufen, die dann auch ganze Zeit sagen, ja, ich habe meinen Ausweis zu Hause vergessen und sowas. Und Problem dabei ist, da war ganze Zeit durch die vergangenen Jahre von der Kirmes waren da immer wieder Leute, Polizisten oder sowas bei uns. Das heißt, wenn die gesehen haben, dass du denen den Bier verkauft hast, Dann kommt, glaube wärst ich, nicht so du. gut rüber, ne? Ja. Ja.
nicht. Du bist jetzt nicht eingelocht oder sowas, das ist ja ein bisschen übertrieben, aber es ist halt schon ein bisschen schwierig, wenn sowas kommt. Und da waren dann, die hatten auch immer wieder so kleine Hilfen, so die ganzen Besoffkis, die draußen vor der, bei den Wegen standen oder generell sich vor dem Laden einfach hingeparkt haben und da ein bisschen was gesüppelt haben, die dann reingekommen sind, Bier gekauft haben und denen das dann draußen gegeben haben. Du hast das gesehen, aber du darfst, also, sag ich mal, du sollst dem Kunden, wenn er was kaufen möchte, sollst du es ihm nicht verbieten. Das heißt aber dann auch, wenn du es ihm verkaufst, weicht die Schuld von dir ab. Ist dann halt so die Frage, machst du es nicht? Weil es fängt immer wieder so gegen 17 Uhr an und dann der Laden ist geöffnet bis 10 Uhr abends. Und das ist schon eine kleine Zeit, wo die halt auch schon richtig betrunken werden können. Die Und da glühen ist es dann vor. auch. Die glühen da garantiert schon vor. Die saufen noch Ja, zu Hause den also. Fahrrad vom Papa leer und dann gehen sie erst los. Da hatte ich halt auch schon so wilde Geschichten, dass die zum Beispiel betrunken reingekommen sind, immer wieder auch die Leute irgendwie so angemacht haben, weswegen ich auch zum Beispiel auch ab und zu mal rausgegangen bin, dass ich einen der Polizisten da reingeholt habe, einfach weil ich keinen Bock habe, mich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, der ist reingekommen, hat sich die dann angeguckt und hat gesagt, ey, ja, keine Ahnung. Und da haben sie dann so gesehen, okay, hey, der ist eigentlich 14 Jahre, das ist ein bisschen schwierig gerade mit dem. Weil es war dann auch, teilweise waren so viele da, dass es schwierig zu handeln war, dass sogar ein, zwei von denen sich einfach so Stapel von Kisten genommen haben und die dann einfach runtergeschmissen haben. Das heißt, ihr habt so Kisten von irgendwie Krombacher Bier oder sowas, die sie einfach umgeschmissen haben. Die Scheiße klebt Okay. doch auch, ne? Ja, das sauber zu machen war scheiße. Deswegen, wir hatten immer so eine Kollegin bei uns. Oh mein Gott, verdammt herzensguter Mensch, aber kann draufhauen wie sonst was, wenn es um sowas geht. Hat sich die Leute, die das gemacht haben, gepackt, Wischmopp in die Hand gelegt, bist erst rausgegangen, bis das clean war. Sind sie mit jemandem zusammen gewesen, der noch nicht ganz betrunken war, direkt mit rangenommen, komm, du machst das hier jetzt sauber. Und wenn du dann gesehen hast, wie die das sauber gemacht haben, haben sie halt so ein bisschen was gemacht, weißt du? Sie haben so sich einen Wischmopp genommen und haben dann so ein bisschen so ein paar Kreise gedreht und haben es natürlich eigentlich nur noch mehr verteilt auf den Boden. Die hat am Spieß geschrien, bis da wirklich was gemacht wurde, weil das machen wir nicht weg. Und was auch noch ziemlich cool war, was ich noch ziemlich cool fand, die Eltern, die kennt die Eltern von den Kids dort. Das sind alles, wir haben unserem Dorf haben wir auch eine Schule, die kennt die Kids dort. Die kennt die Eltern, die dort einkaufen. Sie sieht, dass die Ki Eltern zusammen mit ihren Kids da einkaufen geht. Deswegen, die hat so sehr Kontakte mit allen, die im Dorf sind. Deswegen kennt sie einfach von jedem das. Ruft von denen die Eltern an, die kommen rüber, nimm den mit und müssen das halt auch noch dort sauber machen, weißt du? Ey, da Das machen die ist Eltern wahr. wenigstens was. Also ich weiß, Anna und ich Ja. haben eine Story, da sind die Eltern das Problem. Gott, ja. Ich denke aber auch, es wäre jetzt nicht dazu gekommen, wäre es jetzt nicht sie gewesen, weil sie ist halt wirklich so ein Hau drauf Mensch und die ist auch, eigentlich ist sie halt eine unglaublich Liebe, aber wenn du die reizt, dann musst du vorsichtig sein. Weil mit der willst du dich nicht anlegen, sag ich dir. Das wollt ihr nicht. Das wollt ihr nicht. Habe ich auch immer wieder so ein bisschen bewundert, weil wir hatten immer wieder so Situationen bei uns, wo wirklich die Leute einfach, also wo Mitarbeiter einfach nur halt ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen, wie Dreck behandelt worden, aber einfach, ja, wir hatten eine Stellvertretung, die so ein bisschen war, hey, ich plane meinen Urlaub, dann plane ich von einem anderen Kollegen von mir den Urlaub, der Chef, der kann halt machen, was er will. So gefühlt und alle anderen ist dann halt so, ey, die kann als letztes, weil die hatten auch immer so ein bisschen Zoff untereinander, deswegen haben manche, also lief da nicht so ganz gut, deswegen gab es öfter so, dass sie ihre
ihren Urlaub verschieben musste oder streichen musste, was halt eigentlich kein Ding ist. Ich habe mich auch immer wieder dafür eingesetzt, dass sie ihren Urlaub machen kann, weil es ist halt echt ein Unding dort. Es ist richtig schlimm dort. Ja, so, das haben wir zum Glück nicht. Die arbeitet, ist halt ein Urgestein von dort. Die ist halt wirklich richtig, richtig lange schon dort. Und das ist so eine der Personen, die geht da nicht mehr weg. Die geht da nicht mehr weg. Die macht das bis zum Schluss. Und ich finde es einfach so schlimm, wie die da manchmal behandelt wird. Und die, wie die da manchmal behandelt wird, das ist halt unfassbar. Ja, haben wir jetzt schon die eine Story, habe ich mit Anna jetzt ja schon geteasert. Ich weiß auch nicht, Anna, willst du mal vielleicht die vom Vortag noch erzählen? Die vom Vortag? Die mit der Toilette. Der hat ja aus deiner Perspektive angefangen. Oh Gott, ja. Nee, es war nicht ganz der Vortag, es war, glaube ich, am Dienstag, am Mittwoch war die andere. Ja, ist ja egal, wann es war. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Okay. Also, es kam eine Kundin zu mir. Man muss dazu noch sagen, Anna und ich sind gerade im selben Unternehmen. Deswegen. Oh, okay. Ja. Es kam eine Kundin zu mir, weil wir haben eine Toilette mit Wickelraum und so weiter. Die meinte, ja, auf der Toilette würde es sehr widerlich riechen. Also so hat sie es nicht gesagt. Sie hat es natürlich freundlicher gesagt und schöner. Und dass vielleicht der Windeleimer mal geleert werden müsste. Und ich bin noch nicht allzu lange in dem Unternehmen. Und habe dann halt Jan angerufen. Habe ihn gefragt, yo, was macht man denn? Wo kriege ich die Tüten für den Windeleimer her und so weiter. Und dann hat er das halt gemacht. Ja, Jan, möchtest du weitermachen? Also ich musste da, glaube ich, weil in der Nähe vom Putzraum, hab mir in weißer Voraussicht schon mal einen großen Müllbeutel mitgenommen. Hat auch noch meinen Chef getroffen, hat nochmal gefragt, hier, wird das nicht, wie ist denn das, wo entsorgen wir das und pipapo, ja. und hat auch noch gemeint, das wird doch eigentlich täglich geleert, was kann denn da jetzt so schlimm stinken? Hab ich gesagt, ich hab's mir noch nicht angeguckt, ich gehe jetzt mal dahin gucken. Die Entsorgung, die war draußen, dafür hat er mir die Hintertür aufschließen müssen kurz. Sonst wäre der Alarm losgegangen. Und das hat er in der Zeit schon mal gemacht. Und ich habe in der Zeit gedacht, ja gut, gehst du mal da rein, wird schon nicht so schlimm sein. Bist ja einiges gewohnt, warst ja in diversen Jugendwohngruppen. Bremsspuren im Klo waren ja da der Status quo. So schlimm kann es ja nicht sein. Das war ein großer Fehler. Ich bin da reingekommen, dachte mir, das stinkt doch ganz schön. Ich trage sogar ja noch im Moment Maske. Einfach weil es mir sicherer ist und weil ich auch einfach keinen Bock habe, dass die Kunden da muss ich schon stark die Augen verdrehen, bevor die merken, was ich da mache. Von denen kann ich immer argumentieren, ich lächle doch, das sehen sie nur nicht. Achso, du hast wirklich, wenn du normal arbeitest, hast du noch die Maske auf. Ja, außer ich muss jetzt wirklich was Schweres schleppen, dann mal ziehst du dafür ab. Was weiß ich, wenn wir Getränkelieferungen haben oder sowas oder generell am LKW, da ziehst du ab. Aber so im normalen Kundengespräch lasse ich sie immer noch mal auf. Oh, ist okay. Aber bei uns nicht mehr Pflicht, ist halt persönliches Ding. Und der Chef musste halt auch noch zahlen und das ist so die kleine Genugtuung, die dann doch noch so ein bisschen den Tag versüßt, wenn du dir denkst, dieses Millionen-Dollar-Unternehmen muss immer noch die Masken jeden Tag dann nochmal 20 Cent für zahlen. Das ist so der Tropfen auf den heißen Stein. Ja, das möchtest du dann auch noch ausnutzen, ne? Ja, natürlich. Jeder einzelne Cent, die würden jeden einzelnen Cent genauso andersrum bei mir auch ausnutzen, also mache ich das so zurück. Aber auf jeden Fall, es hat bestialisch gestunken. Ich bin durch den Vorraum durch, guck mir das an, guck ins Klo rein, denk mir, nee, da ist alles sauber. Guck in den Windelmülleimer und da sehe ich halt zwei, drei Windeln drinne liegen und auch noch was anderes. Und zwar auch noch eine andere Art Hose. Es war einfach nur eine schwarze Unterhose, die vollgeschissen war. Die hat einer einfach bei uns in den Windelmülleimer entsorgt. Darf ich mal fragen, was verkauft ihr? Spielzeug. Baby, das ist so ein Universalladen für alles. Ach so, so
Für Spielzeug, Windeln, alles Mögliche, Ja, also so größtenteils so Kindersachen. Kinderwagen, Kindersitze, so ganzer Babybereich ist da, Sportartikel, Actionfiguren, Puppen, was weiß ich. Nee, also wir haben so ziemlich jeden Scheiß. Wir haben Schreibwaren, wir haben Getränke, wir haben Süßigkeiten. Also es gibt fast nichts, was wir nicht haben. So als allgemeines Ding. Also für mich hört sich jetzt so an, dass es wirklich so ein bisschen mehr kinderfokussiert ist. Deswegen, ich Ist es muss auch. tatsächlich sagen, als ich gehört habe, dass es einen Windeleimer gibt, war so ein bisschen, was? Oh mein Gott, habe ich ja noch nie von Nein, das ist, gehört. weil auch ein Wickelraum da ist. Das ist halt auch für schwangere Mütter oder dass die stillen können da drinnen hinten. Da hatte ich neulich eine. Wir haben ja gerade die Diskussion. Wir hatten eigentlich im Babybereich ganz hinten im Laden immer einen Stuhl vor dem PC nochmal. Da ist noch ein PC, damit du was nachgucken kannst. Da kann aber kein Kunde einfach ran. Aber da war zumindest ein Stuhl. Den habe ich einmal gebraucht bei einer Beratung, weil sich ein alter Herr da draufsetzen wollte, weil der wollte halt, konnte halt nicht mehr richtig stehen. Und dann mussten wir diesen Stuhl wegmachen, weil es könnte sich ja ein Mitarbeiter da hinsetzen. Und das war schon so eine Riesendiskussion. Und dann hatten wir halt 2 oder 3 Wochen später die Situation, dass ich dann halt nur eine Frau gesehen habe, die bei den Fahrrädern war und hat da gestillt. Und ich dachte mir so, ja, was machst du jetzt? Weil du kannst ihr ja auch schlecht sagen, sie soll mal woanders hingehen. Es könnte Leute stören oder sowas, weil sie hat ja kein anderes. Der Stuhl hinten ist ja weg. Was willst du sonst machen? In Raum, ich glaube, Toilette war gerade besetzt zu den Zeiten. Das war halt auch. Also ich wollte ihr dafür, ich habe ihr daraus keinen Vorwurf gemacht. Ich habe einfach gesagt, na gut, das hat sich der Laden jetzt selber zuzuschreiben, wenn das wen stören sollte. Ja, ist so. Und dann wiederum, mein Gott, sie stillt. Who the fuck cares, jetzt mal ganz ehrlich. Es ist halt menschlich so. Ja. Also eigentlich sollte es niemanden jucken, aber es gibt leider immer Leute, die es juckt. Ich meine, sie ist doch diejenige, wo ich sage, die muss am ehesten da noch aufpassen, nicht, dass sie von einem da angegafft wird, aber wenn sie sich schon selber sagt, nee, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, ich setze mich jetzt hier da mehr oder weniger auf den Boden, das ist nur so ein kleiner Vorsprung, da so 10, lass es 20 Zentimeter sein höher, also wirklich bequem sitzen tust du da nicht. Und was willst du halt sonst machen, wenn das Kind da Probleme macht? Aber ey, zurück auf die Unterhose. Ich habe die dann mitsamt der ganzen Tüte nochmal in die große Tüte gepackt, gut eingewickelt und haben wir dann rausgebracht. Und Chef fragt mich, ich habe ihm das erzählt und Chef fragt mich dann nur so, ja, war das jetzt eine Erwachsene oder eine Kinderunterhose? Ich dachte mir so, ich wollte darüber gar nicht nachdenken. Ich wollte es gar nicht wissen. Und Oh Gott. das war, glaube ich, an einem Dienst, Montag oder Dienstag war das. Und dann am Mittwoch habe ich frei, im Regelfall. Und jetzt kam ich dann am Donnerstag wieder und dann wurde mir die nächste Story erzählt, die halt erschreckend viele Parallelen dazu hatte. Und oh, ich weiß nicht, wie es angefangen hat. Ich glaube, es hat damit angefangen, dass eine Kollegin vorne, Quatsch, dass eine Kundin hier angemerkt hat, hier vor der Toilette, da ist etwas, da sind Fäkalien. Da hat einer hingeschissen, um es auf Deutsch zu sagen. Ich weiß nicht, wie sie es formuliert hat, aber sie hat es wahrscheinlich anders formuliert. Und sie ist da auch schon reingetreten. Da hat sie uns gesagt, dass wir das wegmachen können. Also, zumindest, dass wir erstmal davon Bescheid wissen, weil es wusste einfach kein Mitarbeiter, dass da einmal also vor den Kloraum geschissen hat. Zur Erklärung. Das ist eine Tür, da steht Kundentoilette dran, dann gehst du rein, dann ist da der kleine Vorraum mit Waschbecken, dann gehst du da nochmal durch eine, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt eine Tür drinne steckt, aber da ist halt zumindest nochmal so ein Raumtrenner und da ist dann der Wickelraum und die eigentliche Toilette. Doch, warte, da muss eine Tür sein, sonst könntest du ja Ja, nicht das Klo wahrscheinlich. zumachen. Und Hey. vor da, wo Kundentoilette steht, hat schon einer hingeschissen. Das Geile ist ja noch, Oh Gott. weil das Traurige ist, das ist der Anfang der Story. Das ist nur der Status quo. Die Kollege hat sich das dann angeguckt, hat ihr was zum Abmachen vom Schuh gegeben, ist dann nach da hinten hingegangen, um das zu gucken, hat dann da zwei Leute rausgehen sehen, ein Mann und eine Frau, wahrscheinlich die Eltern von einem Kind, die da ganz schnell weg wollten von dem. Also die sind aus dem Klo rausgekommen. Und da hat er sie halt aufgefordert, also hat er gefragt, ja, ist das hier von Ihnen? Das müssen Sie dann auffordern, das wegzumachen. Also ist auch freundlich geblieben, also wurde mir zumindest alles von ihm so erzählt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es anders war, weil warum sollte der die da anscheißen? Das haben die schon getan. Hat ihn dann halt erzählt, ja, Sie müssten das bitte wegmachen, das ist
Es ist schon ein bisschen unverschämt, weil auch die andere Kundin da reingetreten ist. Ob sie sich da nicht zumindest entschuldigen könnten. Da hat die Frau wohl wie am Spieß geschrien: Oh, wie können Sie es wagen? Dafür werden Sie doch schließlich bezahlt, dass Sie das hier wegmachen. Da hat er gesagt: Nein, Ja. dafür werden wir nicht bezahlt. Das ist nicht Teil unserer Aufgaben. Und dann hat er gesagt: Wie sollen Sie mal mit Ihrem Chef reden, dass er Sie dafür bezahlt und was weiß ich nicht alles. Sind empört rausgegangen, haben auch noch irgendwie, dann hat er auch noch gesagt: Entschuldigen Sie sich zumindest mal bei der Frau. Die haben sie auch noch gemeint: Nee, sehen wir gar nicht ein. Und ich glaube, irgendwie ein paar Stunden später oder was sehen wir bei den Google-Rezensionen zwei Leute mit einer Sternbewertung mit demselben Nachnamen zufällig, die sich dann meinen: Oh, Personal ist so unverschämt und alles. Und oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob er oder sie. Auf jeden Fall, einer von beiden hat dann noch hingeschrieben: Personal total unfreundlich, wenn dem Kind mal, wenn einem dreijährigen Kind mal ein Missgeschick passiert. Und ich dachte mir so, die Formulierung Missgeschick allein dafür. Du traust dich gar nicht, was anderes zu schreiben, weil wenn du das schreiben wirst, das Kind hat auf den Boden gekackt, dann bist du schon mal in der Situation derjenige, der da als schlechter dasteht. Ja, zumal sie auch hätte einfach nur Bescheid sagen müssen. Ne? Es geht ja Ja! gar nicht darum, dass jemand da vor die Tür geschissen hat, Ja, sondern dass ihnen nicht Bescheid gesagt wurde. das Kind war Das ist halt. drei Jahre, da sagt keiner was. Ja, mein Gott, das passiert. Also ihm wird wahrscheinlich gerade die Windel abtrainiert oder irgendwie sowas. Das hat ja jeder für Verständnis, aber da hinkacken zu lassen und dann zu sagen: Ja gut, das machen wir jetzt nicht weg. Ja. Also das ist Es der Punkt, wo ich sage, die Kinder sind weniger das Problem. Das Problem sind die Erzeuger. Ja, das ist auf jeden Fall so, weil wie kann das denn überhaupt so? Okay, das Kind ist 3 Jahre alt, aber wenn das ist kein Missgeschick, da hat jemand wirklich einfach gesagt, okay, ja, lass mal dort reinlaufen oder ist das ganze Zeit ohne Hose rumgelaufen oder Das was? Kind hat es nicht gesehen. Ja, ohne Hose hatten wir auch schon Leute. Da bin ich froh, dass ich die nicht mitbekommen habe. Ja, nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, schon verrückt. Ja, das Traurige ist, das war kurz zu dem Zeitpunkt, wo wir halt beschlossen haben: Ey, lass mal den Infomüll-Podcast machen. Und ich hatte das Gefühl, die Kunden geben uns jetzt absichtlich Content dafür. Aber dass das ausgerechnet auch so Fäkalsachen dann gleich sind. Also, ich habe noch nie sowas erlebt in irgendeiner Weise. Also, so eine Story habe ich Lebensmittel-Einzelhandel niemals. finde ich dann noch wirklich schlimmer. Ja, glaube, du darfst dir da so viel anhören. Und Oh vor allem, Gott, ey. du musst dich ja nicht nur für Sachen entschuldigen, die nicht deine Schuld sind. Das ist ja, gehört bis bei gewissen Berufen ja sogar dazu. Das ist ja, steht ja sogar in der Berufsbeschreibung oft. Aber bei manchen Sachen muss ich mir, das hat mir ein Kollege erzählt, worüber sich da eine beschwert hat. Und ich dachte mir, zum Glück war das nicht bei mir, weil ich hätte lachen müssen. Ich hätte das nicht ernst nehmen können. Das war der Punkt, wo ich dann beschlossen habe: Ja, lass mal den Infomüll-Podcast machen. Und zwar ist das die mit dem Zebrastreifen. Ich glaube, Anna kennt die Story. Ja. Da kam eine Kundin zu uns, meinte: Ja, ach, wie war das denn? War sie sich von wegen was anderem aufgeregt, dass sie nicht vernünftig über die Straße gekommen ist? Und dann meinte sie, es sei doch unsere Aufgabe, dass wir da mal einen Zebrastreifen hinmachen. Und ich weiß euch, wie wir es dann gemacht haben. Ich war leider nicht selber dabei. Jetzt hat mir nur dann der Kollege erzählt. Ich musste erst mal so lachen. Ich habe auch gesagt, ihr müsst mit ihr eigentlich mal zum Amt gehen und das da machen. Oh, allein die Aussage, dass wir doch da waren, es war ja nicht mal bei uns. Bei uns ist ein Parkplatz. Dann geht es noch mal ein Stück weiter. Da sind noch zwei, drei andere Läden. Und dann kommt da erst die Hauptstraße wieder. Das ist eine vierspurige Straße. Und da wollte sie einen Zebrastreifen drüber haben. Und das ist ja scheinbar unsere Aufgabe. Wo ich mir dachte, das ist nicht mal in der Nähe von uns. Ne. Also da hättest du was weiß ich, was da nicht noch ist. Da ist noch eine Tankstelle, da hättest du hingehen können, das wäre näher, da war noch. Was ist denn da noch Die für hätte sich auch Straße? einfach bei der Stadt melden können, dass sie da stört, Ich meine glaube, Fresse. so schlau ist die gar nicht. Ich glaube, die versteht nicht, dass die Zebrastreifen nicht der Stadt gehören. Also, so schätze ich die gar nicht erst ein. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, die denken, wir bei nehmen uns da ständig Farbe und sprühen da über den Zebrastreifen oder was? Nee, wir malen da einfach mit Kreide was hin und sobald der Regen kommt, müssen wir es halt nochmal neu machen. Ja, genau, und das machen wir ja ganz oft. Weil wir auch sonst nichts zu tun haben. Ja, natürlich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß gar nicht, habe ich euch mal die Schmuddelbilder-Story erzählt? Wir hatten so einen Stammkunden damals bei MacPaper.
Und man muss dazu sagen, wir waren, glaube ich, 3 oder 4 Leute damals, als ich da gearbeitet habe, und ich war der einzige Kerl. Heißt im Ja. Umkehrschluss, alles andere waren Frauen. Und wir hatten einen Stammkunden, der hat sich da bei uns immer Sachen kopiert. Und zwar aus dem Playboy und sowas alles. Oh Und das Gott. ist ja noch nicht schon unangenehm genug, das in der Öffentlichkeit zu machen. Der hat das auch noch, der hat es nicht mal wirklich geheim gemacht. Das hat ihm nicht mal geschämt und alles. Der hat dann auch jedes Mal Probleme mit dem Kopierer irgendwie gehabt. Und ich dachte mir so, muss ich dir das jetzt wirklich erklären? Das ist mir so schon sau unangenehm. Und dann hast du dann noch, da sind dann so Sachen, was weiß ich, da ist dann eine nackte Frau drunter und steht noch drunter, was weiß ich, willst du mit mir schlafen oder was weiß ich, nicht so generischer Geilmach-Text. Und dann hat er noch mit Edding dahin geschrieben, oh ja, will ich und oh, was weiß ich nicht. Also ich dachte, oh, ich will das alles gar nicht wissen. Und jetzt denk noch mal drüber nach, dass du bei dem Laden als Frau die ganze Zeit alleine warst. Also ich kann verstehen, wie dass du da nicht anfangen möchtest. Aber da lustige Parallele. Ich war heute auf dem Sommerfest von meiner alten Wohngruppe. Bin da jetzt auch ungefähr seit einer Stunde jetzt erst wieder da. Und das Lustige ist, ich habe jetzt gehört, eine, die in der Wohngruppe ist, wo ich auch vorher war, die arbeitet jetzt auch bei MacPaper, hat auch dieselbe Chefin wohl. Hab ich auch gesagt, sie soll sie mal grüßen. Und die zieht jetzt wohl in das Haus neben mir. Oh, krass. Ja, die Welt ist echt klein. Das heißt, ich muss mich bei der vorstellen wahrscheinlich. Jetzt, der eine Betreuer hat dann gesagt, oh ja, ihr kennt euch. Habe ich gesagt, oh ja, kann sie ja mal die Chefin grüßen. Hat er sie gleich angerufen und gesagt, hier kannst du mal mit der quatschen. Ich dachte so, ich kenne die Frau doch gar nicht. Weißt du nicht mehr, dass ich eine Sozialphobie habe für alles und jeden? Weiß anscheinend nicht mehr. Ja. Oh, das ist immer wieder so eine böse Situation. Ja, gut, ich habe da einfach erzählt, hallo, ich bin der und der. Ich wollte mal fragen, du bist ja gerade in dem Laden. Wie ist denn noch das deine Chefin? Ah ja, dann grüß sie mal von mir mit dem und dem Namen, mit Jan Blutzuck, da kennst du mich bestimmt noch. Mit Jan und Ratütox. Ich müsste mir eigentlich jedes Mal ein anderes Pokémon dafür überlegen. Einfach so Du Random kannst ja machen. Number Generator und dann eins zwischen 1000 oder so. Das sollte eine Weile gut gehen. Ja. Und dann kommt irgendwann Jan Gardevoir und dann muss ich einiges erklären. Oh. Gott, ich der Du EA, musst auch. ich habe es mir gerade bildlich vorgestellt, wie das klebrige Gammelfleisch, aber auf Gardevoirs Kopf. Eieiei. Aber du musst dann auch bei den Google-Suche, bei den Google-Bildersuche-Ergebnissen musst du auch ein bisschen erklären. Wie bei Gardevoir oder was meinst du jetzt? Genau. Also, ne, da gibt es sogar Speedruns zu, wie schnell du auf Google Bilder da Porn findest. Was glaubst du, wie schnell geht's bei Pura inzwischen? Ich sage, das ist literally auf Page One. Ja, kommt hin, denke ich mal. Ist halt crazy, wie Leute darauf abgehen immer wieder. Wusstest du, dass Pura die kleine Schwester ist? Ja, das Ich komme da weiß nie drauf klar. Ich denke immer, nee, warte. Aber. Oder warte, war sie die Kleine? Jetzt überlege ich ich. Pura gerade. ist die Jüngere, Impa ist die Ältere. Also Impa war die Ältere. Ja, ich denke die ganze Zeit, weil Pura ja auch sich hat älter und jünger machen lassen. Mein Gedanke ist, das kann sie ja immer wieder machen. Und dass Impa dann die Ältere ist. Aber nee, stimmt gar nicht. Oder? Ich bin mir gerade selber unsicher. Ich glaube, Impa war sogar die Kleine. Ich glaube auch. Oh Gott, irgendwas ist da Los, gerade. guck mal nach. Gucken wir ich habe noch mal. eine Story. Ich weiß gar nicht, ob Anna die kennt. Das war nämlich vor ihrer Zeit, bevor sie da angefangen hat. Das muss Weihnachten rum. Nee, Quatsch, das war nach Weihnachten. Das muss im Januar dann gewesen sein. Januar, Februar 2021, 2022 so rum. Kam ein Kunde zu, also hat mich der Chef mal an die Info gerufen, meinte hier bei diesem Kinderlernlaufrad oder was es ist, ob das, oh Gott, ob das irgendwie automatisch fährt oder irgendein anderes Feature, wo ich jetzt nicht mehr wusste, wo ich jetzt nicht mehr weiß, was es ist, hat mich gefragt, hat es das? Und ich dachte mir, keine Ahnung, ich weiß von nix, steht das irgendwo drauf?
Und es war wohl dann so, hat er mir dann erklärt, dass die Kunden meinen, ein männlicher Mitarbeiter hätte denen das gesagt, dass das dieses und jenes Feature hat. Und das hatte es dann nicht. Und die Kunden haben es halt sich we deswegen gekauft, weil das der Kollege so gesagt hat. Und den Kollegen haben sie auch als mich identifiziert. Und ich habe dann zum Chef gesagt, ich erinnere mich absolut nicht daran, dass ich das jemals gesagt habe. Hab mal auf den Beleg geguckt und hab mal mir am PC den Spaß erlaubt. Ich habe ja mittwochs immer frei. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch, ich habe nur ein einziges Mal an einem Samstag frei gehabt, seit ich da war. Wenn ich das gewesen war und das war zufällig an einem Mittwoch, dann weiß ich, die bescheißen. Und das hab ich einem Kollegen, ich hätte mal unter vier Augen holen müssen, beziehungsweise ich glaube, ich habe es dann später gemacht, weil ich dann gesagt habe, ich erinnere mich absolut nicht dran, würde ich mal checken, ob ich wirklich da war an dem Tag, beziehungsweise in welcher Schicht das war, weil das war früh morgens, also wenn ich Spätschicht hatte, kann ich es nicht gewesen sein. Und hab das dann nachgeguckt. Also ich habe es dann später bei mir nachgeguckt, der hat es jetzt erstmal denen durchgehen lassen. Und da habe ich mir noch anhören dürfen, so nach dem Motto, ja, wegen ihnen haben dann Weihnachten die Kinder geweiht, haben sie denn kein schlechtes Gewissen? Und ich dachte mir so, ja, es tut mir leid, falls ich das gesagt haben soll. Ich erinnere mich, wie gesagt, nicht daran. Weil das war halt auch, wo ich dachte, da hätte ich mich doch dran erinnern müssen, wenn ich das gesagt hätte. Ich hatte mit den Dingern halt nie wirklich eine Beratung. Und wenn hätte, ich musste ja selber nachgucken, ob sie dieses automatische Fahren oder was auch immer das Feature war, musste ich ja selber nachgucken. Deswegen kam mir das alles super sus vor. Das habe ich dem Chef auch so gesagt. Dem hat das herzlich wenig interessiert. Also er hat halt versucht, die Kunden da zu beruhigen. Und ich dachte mir dann an dem Abend noch, nee, das kommt mir so eigenartig vor. Ich habe mir das Datum gemerkt, wann das war von dem Beleg. Guck bei mir mal, ich habe einfach beim PC im Verlauf nachgeguckt. Und sieh mal einer an. Früh um die Zeit war ich noch auf YouTube oder was weiß ich nicht, irgendwo. Also ich hatte auf jeden Fall in meinem Verlauf irgendwas. Da waren verschiedene Tabs geöffnet wurden um die Zeit. Und dann Ja. später nicht mehr. AKA, ich hatte Spätschicht. AKA, ich habe das nicht gesagt. AKA, die haben mich nicht identifiziert. AKA, die haben gelogen. AKA, dieser blöde Wichser wollte mir dann schlechtes Gewissen machen, dass ich den Kindern Weihnachten versaut hätte, weil der sich irgendwas kauft, ohne sich die Artikelbeschreibung vorher durchzulesen. Ja. Das war. Also, nee. Und dann auch noch mit schlechtem Gewissen mir da einreden wollen. Deswegen, wenn nochmal sowas ist, wo es dann irgendwie heißt, deswegen würde ich immer erst, wenn sie sowas sagen, würde ich erst immer wissen wollen, von welchem Kollegen. Und dann würde ich erstmal gegenchecken, ob der Kollege wirklich da war. Und ich bin ganz ehrlich, dann würde ich es an den Chef, Chefin weiterleiten und dann sagen, hier, ich weiß, dass diese Leute gerade betrügen, rufen wir die Polizei oder wie klären wir das? Weil das, wenn ich nochmal mitkriege, wie sie das mit mir abziehen wollen oder mit irgendeinem anderen Kollegen, diese Nummer, aber da wäre ich ja ganz allergisch. Vor allem, der hat jetzt auch noch Erfolg gehabt, deswegen durfte das jetzt umtauschen, weil ihm ja der Mitarbeiter was Falsches gesagt hat. Der hat einfach das Falsche besorgt schon vorher und dann hat er kein Rückgaberecht mehr, weil es halt schon, keine Ahnung, 3 Monate her war oder so. Ah, okay. Und wer ist sie, die Ältere oder die Jüngere? Pura ist älter. Ja, guck, das ist verwirrend. Hurra ist das kleine Mädchen und immer die alte Frau ist die Jüngere. Das irritiert mich. Und by the way, ich habe auch eine ähnliche Story. Also nicht ganz wie du die hast, aber da hat mir auch jemand ganze Zeit vorgeworfen, dass ich meine Arbeit nicht richtig mache. Das habe ich heute schon dreimal gehört. Ja, das Und hat man zwar, vor. einmal habe ich Anna So. dazu gerufen. Ich weiß nicht, ob du das bei dir mitbekommen hast. Ich habe mir das Ding für 30 Sekunden angeguckt und die meint schon, ach, sie haben also auch keine Ahnung. Und ich mir so dachte, ich habe das Ding 30 Sekunden in der Hand. Sie hat zwar recht, aber lass mich doch trotzdem erst mal gucken. Ja. Auf jeden Fall, wir hatten so eine kleine Poststelle und da ist immer eine Frau gewesen, die hat sich regelmäßig Schuhe, glaube ich, waren das, zubestellt. Und die hat es ja auch immer wieder in regelmäßigen Abständen wieder zurückgeschickt. Und ich habe immer wieder, ist sie oder ihr Sohn zu mir gekommen, hat mir das Paket abgegeben und es war einfach nur ein Retoureschein. Einfach nur ein Retoureschein, das heißt, das hat einen Barcode drauf, scans, gib's ab, fertig. Mehr ist das nicht. Und die kam immer ein, zwei Tage, nachdem ich eins ihrer Pakete da abgegeben habe, zu mir zurück und sagt, können Sie Ihre Arbeit überhaupt richtig machen? Ich habe das Paket schon wieder zurückbekommen. Und ich denke mir so, hä?
Ja, ich habe ihren Retoure-Scheinzettel gescannt und habe es zurückschicken lassen. Das heißt einfach nur, ich warte, dass der Postzusteller kommt, das mitnimmt und das dann zurückschickt. Aber es hat immer wieder auch an ihre Adresse zurückgeschickt. Hast du den Sender und Empfänger vertauscht, oder? Ich habe nichts vertauscht. Ja, dass sie bei Empfänger sich selber reingeschrieben hat, meine ich. Nee, eigentlich kriegt sie bei denen für den Retourezettel kriegt sie einfach so einen Aufkleber oder sowas, den sie da drauf machen kann, wo sie halt die alten Infos rausmacht und die neuen Infos mit dem Retourescheinzettel draufklebt, die dann halt geändert sind dadurch. Aber die kommt immer wieder zu mir hin und ich denke mir die ganze Zeit immer wieder, oh Gott, lass mich doch bitte in Ruhe, ich mache doch immer nur das, was ich eigentlich machen sollte. Vor allem, ich hatte immer wieder so Sachen, wo ich zum Beispiel Sachen nach ins Ausland schicken sollte. Frankreich, USA oder sowas. Oder einmal in die Ukraine. Das war auch weird, weil es ein recht großes Paket war. Und ich hatte dann geguckt, okay, wie viel kostet denn das? Ja, es kostet von der Größe her 316 Euro. Für Ist ein das denn dann Paket. auch für ein Paket? Oh Für ein Gott. Paket. Da sollte noch Versicherung und etwas, alles Mögliche dazukommen und sagen, ja, das ist aber auch dann versichert. Und dann kommt da immer wieder so ein kleines Fenster, das dann sagt, trotz Versicherung können Paketgegenstände verloren gehen. Dafür Das hast du ja die ist. Versicherung, dass die nur dafür aufkommt. Das hat ja mit dem Verlorengehen nichts zu tun. Ja, aber für diese Person, die 316 Euro dafür zahlen sollte, war es wichtig, dass dieses Stück dort ankommt, weil es ein Sammlerstück war und unfassbar teuer war. Deswegen habe ich der Person gesagt, ja, wir können nicht garantieren. Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass das wirklich der sicher ankommt. Und es war auch immer wieder so unfassbar. Ich habe denen einfach nur diese Info da vorgelesen, die ich einfach so, sag ich mal, angeben soll, weil es halt einfach so Teil davon ist, dass wir halt die Es wird eine Schuldzuweisung rechtliche von uns. Absicherung sein, ne? Weil es keine Genau. hundertprozentige Garantie gibt. Das gibt es auch nie. Das ist auch das Erste, was ich den Leuten bei Kindersitzen immer sagen muss. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Genau, das war das da die ganze Zeit. Und da kam im, kam die, habe ich, glaube ich, mit dem eine Stunde diskutiert und habe ihm einfach gesagt, ja, ich kann nichts machen, außer das draufkleben, dass es so sein soll, dass es da hingeschickt wird, aber ich kann Ihnen nicht versichern, dass das da abgeben ist, weil wir sind nur eine Annahmestelle. Annahme-Abgabestelle. Mehr sind wir nicht. Mehr machen wir dann nicht. Eigentlich sollten wir gar keine Post dazu bekommen, weil der einzige Grund, warum wir bei unserer Stelle Post bekommen, ist halt nicht, weil die Leute dürfen halt auch nicht zu uns schicken lassen, sondern die dürfen es nur bei uns abholen, weil halt die halt nicht zu Hause sind. Das ist der einzige Grund. Und nochmal kurz zurück zu der anderen Kundin. Und ich hatte die so wegen den Schuhen nochmal. Diese Retourezettel. Oh Gott, habe es so gehasst. Ihr Sohn war immer ein richtig netter, richtig positiver. Aber es kommt immer wieder zu ihr zurück. Und sie hat mir dann schon Geschichten davon erzählt, dass ich ihr 90, 100 Euro schuldig bin, weil das nicht rechtzeitig zurückgegangen bin. Ist und sowas. Und ich dachte mir so die ganze Zeit, oh Gott, was willst du eigentlich von mir? Und da ist dann die gute Kollegin wieder eingesprungen. Die hat ihr dann wieder versichert, ja, okay, es ist richtig so, wie er es gemacht hat. Anders kann er es halt nicht machen. Er muss es so machen. Sie haben vielleicht was falsch gemacht. Und die hat einen Aufstand gemacht, wie die da einfach fucking rumgeschrien hat wegen ihren scheiß Tun. Habe ich ihr gesagt, ja, okay, wenn Sie ein Problem mit mir haben, gehen Sie zu einer anderen Poststelle. Aber es ist für Sie angenehmer, weil hier muss sie nicht weit fahren. Die nächste Poststelle ist 2 Kilometer entfernt. Nächstes Dorf. Es ist so eine Scheiße. Ich habe Die die Poststelle gehasst. wird dasselbe sagen wie ihr dann. Das weiß sie wahrscheinlich sogar. Deswegen versucht sie es da gleich zu machen. Da ist genau dasselbe passiert. Die hat das ein, 2 Wochen da ausprobiert, ist zu mir zurückgekommen, hat gesagt, Entschuldigung, aber ja, es hatte da auch nicht so gut funktioniert. Das heißt, es hat auch nicht an ihnen gelegen. Und ich dachte Mensch, mir, wer oh. hätte das gedacht? Verrückt. Vor allem dann in nachfolgenden Tagen, wenn ich dann einfach zum Beispiel normal einkaufen war, hat die mich immer so richtig lieb gegrüßt und sowas. Und ich denke mir die ganze Zeit, oh Gott, lass mich doch in Ruhe, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ja, das Vor ist ja allem, dieses, nachdem oh, ich ich. sehe ein, dass ich Scheiße gebaut habe, jetzt muss ich ganz nett sein, um es auszugleichen.
Vor allem nachdem ich gekündigt habe, dann war das auch so ein Ding. Die hat mich auch gesagt, ja, ich vermisse sie schon da ewig. Haben sie so einen langen Urlaub oder was? Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe gekündigt. Och, aber sie waren immer mein Liebster da drüben. Und ich denke mir so, oh Gott, halt deine Fresse. Was eine Fotze. Ey, es ist so eine Scheiße. Das Natürlich. habe ich von mehreren gehört. Ey, so schlimm. So schlimm. Ich Einmal meine hat sie ja die mir. Leute, die mich von der Arbeit kennen würden. Das wäre so, nee, du, ich denke gar nicht erst dran. Wir haben bei uns immer so eine ältere Kundin, die ist eigentlich auch Stammkundin. Die ist immer wieder das Highlight des Tages. Wenn du Spätschicht hast, kommt die, okay, warte, 10 Uhr Feierabend und die kommt dann 2 Minuten vorher rein. Ja, das ist auch immer geil. Wie lange bleibt sie drin? Stunde. Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde. Und die fängt Gespräche an wie kein anderer je zuvor. Oh mein fucking Gott. Ich hatte da schon Tage, da stehe ich die ganze Zeit vor der Tür, da steht sitzt meine Kollegin an der Kasse, kassiert sie gerade ab und ich warte die ganze Zeit, komm, jetzt geh mal raus. Und dann war es mir, einmal habe ich gesagt, ja, wir müssen jetzt leider dringend schließen und sowas. Ja, es ist so schlimm, sie sind immer an solchen Zeiten festgesetzt, das ist immer so schlimm. Und die versucht immer wieder ein Gespräch da aufzubauen. Und ich habe die auch schon privat, einfach weil ich in dem Dorf, einfach wenn ich nach Hause gegangen bin, habe ich die da öfter gesehen und die will mich auch immer wieder in Gespräche einwickeln. Und es ist so schlimm, weil ich mir einfach denke, oh Gott, ich habe keinen Bock mit dir zu reden. Ich denke, sie ist leider älter, sie hat mir auch schon öfter erzählt, ja, sie hat leider gerade keinen mehr in der Familie, sie ist halt alleine, das tut mir auch leid und sowas, dafür habe ich vollstes Verständnis, aber Weißt du, was ich du bin leider nicht die brauchst? Person, die ihr sagt, ja, hey, komm, ich verbringe jetzt meine Zeit mit dir, darauf habe ich keinen Bock und auch keinen Nerv dafür. Was du brauchst, sind einfach große Kopfhörer, nicht so kleine AirPods oder In-Ear mit kleinem Kabel, so richtig fette Dinger. Am besten noch in Rot oder irgendeiner anderen Signalfarbe. Ich habe extra so welche, wo halt klar ist, ey, du kannst einfach an den Leuten vorbeigehen. Die sehen dann vielleicht beim zweiten Mal hingucken, ey, der hat Musik da oder was drinne. Du musst nicht mal irgendwas anmachen, du musst du einfach nur tragen. Das reicht den Leuten schon aus und dann sehen sie, okay, der hört mich jetzt wahrscheinlich. Nee, dann kannst du einfach vorbeigehen, so tun, als würdest du sie nicht merken. Ich hatte tatsächlich mal überlegt, ob ich mir solche Kopfhörer hole. Also ich trage jetzt gerade solche Kopfhörer, aber die sind für längere Zeit zu tragen, sind die echt schlimm, muss ich sagen. Da habe ich schon öfter gemerkt, das ist nicht so gut. Die Kopfhörer, die ich auch jetzt zum Beispiel gerade trage, ich kann die so 3 Stunden tragen und danach muss ich. Also ich verschiebe es jetzt schon die ganze Zeit, weil einfach schon anfängt zu drücken. Das ist immer wieder richtig nervig. Deswegen habe ich Deswegen mir habe gleich ich ein mir solche auch Standmikrofon nie gepackt. geholt. Habe ich eigentlich jemals einem von euch erzählt, wie mein Setup beim Zocken ist? Weil das ist eigentlich eine super dämliche Geschichte. Das Mikrofon, jetzt steht es einfach nur vom PC. Die Boxen sind weit genug weg, dass das nicht wirklich drauf Einfluss haben sollte. Nur beim Zocken habe ich das Problem, da muss ich auf den Bildschirm gucken. Weil wenn ich auf OBS gucke, ist da diese minimale Verzögerung drinne und ich kriege davon Kopfschmerzen aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht warum. Deswegen gucke ich da immer direkt auf den Bildschirm selber, wo ich zocke. Aber dann bin ich ja vom Mikro weggedreht. Und das ist dann blöd, dann muss ich lauter reden und wenn ich dann nur irgendwas vor mich hin nuschel, hört man das noch weniger als sowieso schon. Und meine Lösung ist, das ist wo der Bildschirm schon steht, das ist sowieso schon eigentlich das ist kein Fernsehtisch, das ist eigentlich ein Schreibtisch, ein ummodifizierter dafür. Und da sind noch die Schubladen dran. Und deswegen mache ich dann immer so eine Schublade auf, stelle das Mikrofon da rein, also ich lege es quasi rein, ich habe keinen richtigen Mikrofonständer. Ich stelle das dann da rein und dann ist es quasi vor mir, dann direkt vor dem Bildschirm. Und das funktioniert erschreckend gut. Und ich hab keinen Mikrofonständer, aber meine Lösung ist, ich nutze buchstäblich Klebeband, aber nicht in der Art und Weise, wie ihr es vorstellt. Das ist einfach nur die Klebebandrolle selber. Da ist das Mikrofon einmal durch und dann steht es damit. Und das funktioniert erschreckend gut, dafür, dass es so eine dumme Lösung ist. Solche Setups muss ich zum Beispiel zum Glück nicht mehr machen, weil jetzt verdiene ich Geld.
Jetzt muss ich das nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das. Ja gut, ich könnte mir so einen Schwingarm besorgen, aber das ist dann auch doof. Den muss ich dann hier an die Decke schrauben oder so. Das wäre mir dann. Oh, ich weiß nicht. Das andere kostet mich halt eine Rolle Klebeband. Oh mein Gott, wenn ich die mal brauchen würde, habe ich, glaube ich, noch drei irgendwo liegen. Ich habe mir einen Schwingarm geholt und den habe ich hier am Tisch befestigt. Den kann ich auch wieder wegmachen, wenn ich möchte. Aber es ist halt einfach so viel angenehmer. Und ich sehe gerade eigentlich, ich könnte ein anderes Setup machen, dass ich das auf die andere Seite von meinem Tisch habe. Nochmal, weil es ist ein bisschen auf die linke Seite von meinem Tisch und ich könnte das gegenüber von mir machen. Also wirklich auf die andere Seite von dem Tisch und da befestigen. Das würde eigentlich auch ganz gut gehen. Anna, wie ist dein Setup? Ich habe ein Wohnzimmer mit Fernseher, wo meine Switch vorsteht. Und gerade liegst du Ja. im Bett über dein Handy auf Discord, ne? Hey, ich bin im Wohnzimmer auf dem Ah, okay, Sofa. gut. Aber ich war nah dran. Ja, das stimmt. Muss ich aber auch sagen, wirklich das angenehmste Setup, was man haben kann, weil wenn man streamt oder ähnliches, ist es so nervig. Es ist so nervig. Also wenn man. Oh, das ist auch ganz schön. Als ich angefangen habe, also als ich mit YouTube anfangen wollte oder mit Twitch, da war ganze Zeit so, okay, was brauche ich denn da alles? Und jedes Tutorial, was du guckst, das ist alles überhaupt nicht teuer. Das ist alles überhaupt nicht teuer. Für so einen kleinen Bub, der damals nicht so wirklich viel verdient hat, der dann einfach so Zahlen hört wie, ja, 300 €, 400 € für dies, das und das. Und dann kannst du anfangen, Sachen hochzuladen oder zu streamen. Das war so, what the fuck? Was? So viel Geld brauche ich dafür? Es kommt halt stark auf den Content an, den du machen willst. Wenn du einen Podcast machen willst, brauchst du ein Mikrofon pro Person. Und die Dinger, ich glaube, meins hat nicht mehr als 20 € gekostet. Das funktioniert auch noch wunderbar. Mikrofon liegt's nicht. Es liegt daran, dass ich zu sehr nuschel dann immer. Oder dass ich in die falsche Richtung habe oder sonst irgendwie was. Wenn du halt, also bei mir das teuerste war um Längen die Capture Card. Und da gab es ja auch noch, da weiß ich noch, der eine Mario Kart Stream, wo wir wo dann bei mir die interessanten Sachen passiert sind, aber wir hatten nur deine Capture Card noch. Wo ich dich dann noch ins Wasser geschubst habe, das sieht man wenigstens bei deinem Stream noch. Das war lustig. Müssen Ist einer meiner wir aber auch mal Lieblingsclips. wieder machen. Müssen wir auch mal wieder Müssten mal zu machen. dritten Mario Kart Turnier machen. Vielleicht auch mal, wobei wollte mich mir wieder online kaufen. Das habe ich gerade gar nicht mehr. Oh, das habe ich gerade auch nicht mehr. Gut, dass du es sagst. Ja, ich bin gerade eh nur Aber am das kann Zelda ich mir zocken, da endlich brauche ich es machen. nicht. Ich habe mir das Jahresabo geholt, weil ich will einfach nicht plötzlich so haben, dass ich Sachen einfach nicht mehr verfügbar habe. Das fühlt sich immer wieder komisch an. Ich hatte ihm jetzt zweimal das Jahresabo geholt und habe dann halt immer wieder festgestellt, ja gut, den Monat hast du es gar nicht genutzt, den Monat hast du es gar nicht genutzt und ich glaube, ich komme unterm Strich billiger, wenn ich dann mal sage, ey, ich hole mir das jetzt mal für 1 bis 3 Monate und dann nutze ich das in der Zeit dann halt auch mal vernünftig und danach ist halt wieder gut. Und wenn ich dann mal wieder Mario Kart spielen will, dann zahle ich halt 3, 4 € dafür, mache das dann in dem Monat halt aktiver wieder. Oder macht dann wieder Ja. Smash Online oder was weiß ich nicht. Ich habe noch so viel Footage vor. Ich habe, glaube ich, irgendwie an die 20 Stunden noch, wo ich mit Mi-Brawler nur für Schnauze bekomme. Ich habe neulich am alten PC bei meiner Mutter mal geguckt. Da war auch noch irgendwie 2 Stunden was drauf. Ich habe da mal Random-Kämpfe durchgesehen. Oh mein Gott, habe ich mich furchtbar angestellt. Ich habe da einen Kampf gesehen, da habe ich gegen einen Mewtwo gekämpft. Und ich habe die ganze Zeit nur Side-B gespammt und ihn nicht einmal getroffen mit dem Suplex. Der war schon bei Kill-Prozent. Ich hätte einmal nur Neutral Air machen müssen. Oder gut, bei zweimal getroffen, der wäre tot gewesen. Aber nein, ich Idiot, mach die ganze Zeit noch Suplex. Oh, da hätte ich mal am liebsten mein Vergangenheits-Ich verprügelt. Also das ist tatsächlich ein Ding, das habe ich öfter schon bei dir beobachtet, aber das war dann immer mit dem Kommentar, nee, ich will ihn jetzt so besiegen. Nee, ich will ihn jetzt so besiegen. Deswegen hast du sehr oft manchmal einfach bei Mi Brawler dieselben Sachen gespammt. Im Stream, ja, im Deswegen. Stream will ich einfach nur lustig sein, aber das war halt nur einfach aufgezeichnet, damit ich sagen kann, nee, ich bescheiß da nicht, ich cheate mich nicht irgendwie in Elite Smash oder so. Wobei ich sagen müsste, es wäre vielleicht sogar fast schon lustiger, wenn man sich da jetzt reincheaten würde. Vom Content her. Aber zumindest mit irgendeinem Charakter, wo es witzig wäre, mit Steve oder so, keine Ahnung. Dass du Steve dann halt. Steve ist schon der OP-Charakter. Ich glaube, Steve wurde jetzt auch vor kurzem gebannt, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann mit dem cheatest du auch noch oder so. Steve ist tatsächlich richtig broken, habe ich auch mitbekommen. Was die da alles mit dem machen, ist schon ziemlich krass. Ja, du hast halt sehr viele Möglichkeiten und die haben die anderen Charaktere nicht.
Er hat aber auch eine. Also, du gehst halt nicht einfach mit Steve irgendwo rein, du musst halt auch erstmal Steve lernen. Und wenn du Steve meinst, hast du keinen Secondary. Zumindest keinen ernsthaften. Ja, an sich, wenn du generell einen Charakter richtig ernst machst, hast du keinen Secondary. Ja, aber ich meine jetzt von der reinen Komplexität her, da musst du so viele Sachen machen. Ab dem Punkt musst du halt alles auf den einen machen. Wenn du dann einen zweiten machst, also wenn du, keine Ahnung, Ice Climbers oder was machst, dann musst du eh so viele Frame-Perfect-Inputs haben, dass du, wenn du dann noch nebenbei, keine Ahnung, Luigi spielst, ist das ja schon, oh, Side B goes brrr. Dann hast du vielleicht sogar Erfolg, dann wirst du halt auch doof und dann verlernst du deine eigenen Inputs. Also, was ich einsehe, ist irgendwie Peach Daisy, Simon Richter. Das sehe ich noch absolut ein als Secondary Samus, Dark Samus, wobei da meckern die Leute schon wieder, oh nein, der eine Dodge ist so schlecht. Und ich denke mir so, nee, aber ich bin auch casual, was habe ich schon für eine Ahnung? Ja, das wäre, ah nee, warte, eigentlich ist es schon zu spät, dass wir drüber reden, welche Charaktere nochmal nach Smash kommen könnten, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren, erstmal eine Weile. Ja, eine Chance ist ja gerade wieder gekommen. Ja, das wird Bin aber dann wieder relevant, wenn Smash 6 angekündigt ist. 7? Wie, je nachdem, wie zählen wir Wii U und 3DS? echt. Ich glaube, sowas wird nicht mehr richtig gezählt. Also ich hab's, für mich war es immer beides Smash 4, weil es hieß Smash 4 Wii U und Smash 4 Nintendo 3DS. Und ich dachte mir, 4 und 4, das passt schon irgendwie. Das ist wahrscheinlich nur Zufall, aber ich fand's immer ganz passend. Und da die Wii U-Version ja auch quasi die 3DS-Version ist von allen Mechaniken und Pipapo, ist das für mich halt 4 und 4.5. Also, was ich dir sagen kann, was ich von anderen Fighting Games kenne, wo die genau sowas gemacht haben, so eine Collaboration oder einfach so ein Zusammending, das dann einfach zu sowas wie Ultimate geworden ist, dass sie das nicht als offiziellen Teil der Reihe angesehen haben. Es ist dann einfach so, es gibt die Hauptreihe und dann gibt es so einen, der dann so ein paar Sachen verbessert, aber dann, sag ich mal, so eine riesige ultimative Version von dieser Version ist. Also Ultimate wäre jetzt die ultimative Version von Wii U und 3DS. Aber es ist kein offizieller neuer numerischer Teil. Ich weiß nicht, ob sie nicht schon zu Aber verschieden wahrscheinlich haben, ist es oder? bei Nintendo ein bisschen anders, dass alle sagen, nee, das ist ein numerischer Teil. Weil dann wäre es einfach nur, wie du schon gesagt hast, Wii U 3DS ist 4 und dann 5. Ich glaube, bei Nintendo ist generell so einiges immer ein bisschen anders. So ein bisschen anders ist ja so Nintendos Markenzeichen. Und sind wir mal ehrlich, deswegen lieben wir sie. Aber ich meine nicht nur Nintendo selber, sondern auch die Community, die dahinter steht. Apropos Nintendo, habe ich es euch? Ich sehe gerade in meinem Dokument bei den Themen. Ich habe noch eine Story und zwar, ich habe ja die Direct gestreamt. Und ich habe auf YouTube dafür einen Strike bekommen, Copyright Strike wegen der Musik. Und ihr dürft jetzt mal raten, weil an welcher Stelle. Just Dance. Anna, was willst du sagen? Keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich habe extra bei Just Dance noch gemutet. Ich dachte auch, es ist Just Dance. Nein. Es war bei Pokémon. Okay. Und ab dem Punkt glaube ich nicht mehr, dass das aus Versehen ist. Weil sie hatten ja auch in Scarlet Violet, hatten sie ja extra so einen Pop-Song dafür geschrieben, wo ich halt glaube, die wollen schon so ein bisschen die finalen Parts da monetarisieren. Ich weiß nicht, ob ich da noch gewillt bin, denen zu sagen, oh, das war aus Versehen oder so. Weiß ich nicht. Glaube ich inzwischen nicht mehr. Würde ich widersprechen wollen. Game Freak ist generell gerade so ein bisschen in dieser Strike-Schiene leider gerade drin. Die sind generell in einer sehr eigenartigen Schiene. Die Spiele sind nicht mal richtig fertig. Die Leute sagen die ganze Zeit, oh, hoffentlich machen sie die richtig, hoffentlich werden die gefixt. Und was machen die? Ja, wir machen DLC. Wo ich mir denke, mach doch erstmal mal wieder ein gutes Spiel, das wäre mal was Neues. Wann war denn das letzte? Let's Go würde ich zählen noch. Aber selbst das war ja ein Remake, wenn man es genau nehmen will. Ich mochte BDSP, das Problem war halt nur, dass es halt nicht den Platin-Content hatte. Ich glaube, da bist du auch ziemlich alleine mit den Leuten, die BDSP mochten. Also ich bin generell, also die vierte Generation ist halt für mich so sehr starke Nostalgie. Nicht, weil ich es damals auf dem DS besessen habe, sondern dazu meine Emulatorzeit vom DS so richtig angefangen. Da habe ich dann, ab dort habe ich dann immer wieder japanische ROMs mir geholt. Das heißt, ich habe
Platin auf Japanisch damals gespielt. Ich habe Heart Gold, Soul Silver damals auf Japanisch gespielt. Also alle DS-Teile habe ich damals dann nochmal erstmal komplett auf Japanisch irgendwie 3, 4 Mal durchgespielt und dann nochmal auf Englisch und auf Deutsch dann am Ende nochmal. Das war eine gute Zeit. Da hätte ich ein passendes Thema aus der Liste gerade. Was wären denn eure enttäuschende bzw. schlechten Spiele? Weil ich weiß da, ich nehme BDSP, da kann ich mich weit genug auskacken. Aber ich weiß, Anna hat da jetzt vor kurzem auch was dazu gespielt, was wahrscheinlich ihr sein wird. Es sei denn, ihr habt noch was anderes. Was meinst du mit enttäuschendsten für die Switch oder allgemein? Generell. Puh, Von das ist mir aus, wenn du eine schwierig. UNO-Version gespielt hast, soll mir auch recht sein, nimm die. Ja, das ist ja zu einfach. Eine enttäuschende UNO-Version? Ich weiß nicht, gibt es so viele UNO-Versionen? Nee, ich meine, es ist so einfach, so ein Spiel zu nehmen, was ich für Okay, ich 3 überlege Euro mir noch ein gekauft habe anderes. oder so. Lass mich mal meine Sammlung gerade durchgehen. Moment. Also, es gibt eine Sache, auf die hatte ich mich seit ja, 3 Jahren war das jetzt, glaube ich, gefreut. Das heißt Eternites. Das ist ein Action-Game gewesen, wie Devil May Cry. Aber es hatte noch so Sim-Dating-Elemente. Und da habe ich mir eigentlich nichts dabei gedacht. Und jetzt habe ich eine Demo davon gespielt. Und es ist alles komplett schrecklich. Es ist sehr, sehr billig gemacht und sowas. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, nee, das ist nichts für mich. Weg damit. Weil Gott sei Dank. Also es war auch damals, wurde es so angekündigt als so Big Budget Project, was du für 70 Euro kaufst oder so. Und jetzt ist es zum halben Preis für 30 erschienen. Ja. Und was ist das? Action-RPG oder was war Es das? ist ein Action-Game wie Devil May Cry Devil May Cry sagt mir was. Bayonetta-mäßig, aber sehr stark abgestumpft und es hat so Sim-Dating-Elemente. Das heißt, du rettest größtenteils weibliche Charaktere. Es gibt, glaube ich, außer dir und deinem besten Kumpel gibt es nur weibliche Charaktere da drin. Und du hast dann immer wieder so Entscheidungsmöglichkeiten da. Am Anfang des Spiels werdet ihr in so eine Parallelwelt geschickt und dann hast du so Entscheidungen zu machen. Und da ist dann zum Beispiel, ihr läuft weg und sollt euch verstecken. Und du hast die Möglichkeit zum Beispiel, ey, gehe ich in den linken Spind, weil das ist halt so ein Schulsystem, könnte man da sagen, also Parallelwelt von der Schule. Und dann links ist ein Spind und rechts ist ein Spind. Links würdest du mit deinem Kumpel in den Spind gehen, rechts gehst du mit dem Mädel in den Spind. Und dann kommt dann immer wieder, dann hast du da zum Beispiel die Entscheidungsmöglichkeit, mit wem gehst du jetzt rein? Dann gehst du zum Beispiel rechts mit dem Mädel und dann sagt sie dann so, hey, was ist denn los? Ja, aber starr mir übrigens nicht dahin und sowas. Und das ist so, ah, so unfassbar unangenehm. Ich sage so, ich sehe den Markt für das Spiel. Und ich glaube, Aber das ist das Problem daran, dass ich den Markt sehe. das Ding dabei ist, es war auch überraschend, als ich es angefangen habe, weil die Leute, die beiden Hauptcharaktere haben sich so Dating-Apps geholt. Also die sind ganze Zeit, holen sich regelmäßig neue Dating-Apps und sagen, ey, diesmal kriegen wir welche, diesmal kriegen wir welche, diesmal können wir welche nageln und sowas. Warte, Und warte, das ist es Tinder-Schwindler das Spiel? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, nee, es hat halt noch dieses Action-Kampfsystem noch mit dabei. Okay. Und es ist, du kannst es dir auf Steam runterladen, wenn du willst. Heißt Eternites. Kann ich dir später mal einen Link schicken. Und da gibt es dann zum Beispiel auch noch, du kannst die Wohnung deines Hauptcharakters, du startest in seiner Wohnung und kannst da manche Sachen so ein bisschen begutachten. Und dann ist so auf seinem Tisch, wo sein PC steht, ist dann eine Packung Taschentücher. Und wenn du sie untersuchst, wenn die Möglichkeit, wenn du sie untersuchen kannst, gehst du kurz vorher auf ein Date. Und dann sagst du, hoffentlich nicht heute. Versteht ihr den Zusammenhang? Nee, erklär noch mal bitte. Nee. Aber für ganz blöd. Was genau hat das jetzt mit Vögeln und Bienen zu tun? Okay, ihr habt's verstanden, da brauche ich nicht so detaillieren. Auf Okay, jeden Fall, warum hat die die Sonnenblume bei Charaktere. Conker noch mal so einen Riesenpop?
Also es ist so unangenehm. Also ich hatte mir ein, also das, was ich daran gesehen habe, war nicht diese Dating-Simulation, sondern einfach wie der gegen diese Dämonen gekämpft hat und denen zum Beispiel einfach so die Gliedmaßen so irgendwie abgeschnitten hat, damals in dem Trailer. Und da dachte ich mir, ja, sieht schon ganz cool aus. Vor allem, es hat auch diese Neonlichtfarben. Es hat halt so einen typischen Anime-Stil. Aber dann dachte ich so, ja, okay, das sieht eigentlich schon ziemlich nice aus. Und jetzt, wo ich es gespielt habe, denke ich mir so, ha, es ist überhaupt nichts Besonderes. Und dann werden so Anime-Cutscenes gezeigt, wo dann so epische Sachen passieren. Der Charakter verliert einen Arm und kriegt dafür ein Schwert dafür. Und da dachte ich so, oh, das wird dann bestimmt eine coole Cutscene. Und dann dachte ich so, hey, diese eine kleine Szene, die für 2 Sekunden in dem Trailer gezeigt wird, das ist die Szene, die du bekommst, wenn dem Charakter der Arm abgeschnitten wird. Der guckt dann einfach nur so, wie dann plötzlich Blut da spritzt. Ja. Okay. Also ich kann mir Das. gerade bei diesem ganzen sexuellen Content vorstellen, dass es halt lustig geplant war und dann doch irgendwie sehr cringe wird, wenn du es dann wirklich spielst. Es war halt ganz komisch, weil es hatte sowas nicht gezeigt. Es hat halt diese Dating-Simulator-Sachen, die waren halt schon drin, aber dann, als ich die Demo gespielt habe, dachte ich mir, ja, okay, das ist absoluter Müll, das hole ich mir nicht. Weil es war etwas, worauf ich mich wirklich gefreut habe. Also du hast es dir gar nicht geholt. Ja, dann zählt's ja nicht mal. Ich dachte jetzt Spiele, wo du wirklich für gelitten hast, Sicher. finanziell. Ach so, So war jetzt mein Gedanke. Also ich weiß, Anna hat eins, wenn sie auch weiß, wovon ich rede. Ja. Ja, los, erzähl. Schau den Star. Ach so, das meinte ich gar nicht. Echt nicht? Welches Nein, meinst du denn ich dachte, du meinst Unpacking. Das hat dich doch enttäuscht, so ein bisschen. Wo ich mir dachte, oh, das dann? ist, glaube ich, Naja. genau was für dich. Und dann, Ja, gut. Ja, also an sich war es ganz cool, weil du ziehst halt um. Du ziehst halt ständig um und hast dann überall so Umzugskartons mit deinen Sachen rumfliegen und du packst es halt quasi aus. Ja. Und kannst es dann dahin stellen, wo du halt Bock hast, ne? Es kommt mir gerade ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, darüber hatten Leute darüber mal geredet, dass das ihr Lieblingsspiel ist, weil das irgendwie nur so eine Geschichte erzählt über die Leute, für Es die ist dort ein einziehen cozy und Game. sowas. Es hat halt so Animal Genau. Crossing-Vibes. Also ich habe es nur selber nur ein bisschen Gameplay gesehen. Anna hat es komplett gespielt, soweit ich das weiß. Ich glaube sogar zu Ja, das habe ich 100%. an einem Tag zu Ende gespielt. Es ist nicht sehr lange. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Ich fand die Story ganz schön. Da habe ich mal eine Zusammenfassung gesehen, dass du halt siehst, ah, hier sind auf einmal. Ich glaube, du spielst immer ein Mädchen oder halt eine junge Frau. Und du siehst halt ihre Interessen an den Sachen, die sie halt an Klamotten oder an generell an Sammelfiguren hat und sowas. Und dann zieht sie halt irgendwann mit einem Freund zusammen. Und dann zieht sie das dann später nicht mehr. Dann zieht sie wieder in ihre alte Wohnung und dann zieht sie doch mit jemand anderem zusammen. Und es ist halt irgendwie dadurch, das Spiel erzählt halt die Story komplett ohne Text und erstmal Props dafür. Das finde ich eine sehr gute Idee. Und das ist halt durch dieses Worldbuilding, das fand ich daran sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen, was ich gesehen habe. Es ist, glaube ich, noch ein bisschen teuer dafür, dass es wirklich so kurz ist, aber dann wiederum ist es halt auch gut. Es hat, glaube ich, nicht so viel Wiederspielwert. Ich glaube, das killt so ein bisschen. Ja. Wenn die Häuser irgendwie noch ein bisschen, ja, wobei Randomized kannst du die Story dann nicht erzählen, aber es bräuchte so einen Endless-Modus. Ich glaube, dann könnte es sich nochmal deutlich besser verkaufen. Und es gibt, glaube ich, auch So. eine Handvoll Achievements, aber die kannst du auch irgendwie sehr schnell holen, meine ich. Also irgendwie so ein Blödsinn von wegen, pack den Toaster in die Badewanne und keine Ahnung, das zählt dann halt als Punkt. Okay. Also hast du auch einen Score, den du erzielen Nee, kannst, oder was? das sind nur Achievements für bestimmte Sachen. Aber Du dann ist kriegst halt auch. einfach deine Umzugskartons dahingestellt und sollst halt halbwegs sinnvoll packen. Hier und da erlaubt das Spiel dir Freiheiten, hier und da nicht. Also du kannst deine Hemden als einen Kleiderbügel in den Schrank hängen oder zusammengefaltet halt in eine Schublade. Das geht beides, nur auf dem Boden liegen lassen, sagt das Spiel, nee, das machst du mal nicht. Unser nächstbester Mann folgt Aber ob der Mixer jetzt links in der Küche steht oder rechts, da ist das Spiel relativ großzügig noch. Und das kannst halt ein bisschen persönlich gestalten. Und es geht halt darum, dass es halt so ein cozy Ding ist, dass es halt kein Stress ist, dass du es dir selber einrichten kannst und, und.
Also die Idee finde ich super. Ist halt so ein Indie-Ding. Es ist halt mit der Spielzeit, sehe ich absolut den Kritikpunkt daran. Das wusste ich damals auch noch nicht. Deswegen bin ich auch noch überlegen, ob ich es mir nicht mal holen will. Einerseits finde ich es voll interessant. Und ich habe halt auch den Punkt, dass ich mir denke, oh, ich bräuchte mal wieder kurze Spiele, die du mal auch. Gut. Aber es ist halt ultra kurz. Ja, also wenn es mal für 10, 5 bis 10 Euro zu haben ist, würde ich mir wahrscheinlich holen. Ansonsten, ich habe jetzt gerade nochmal bei meinen Switch-Spielen nachgeguckt und ich weiß, ich habe zwei mir rausgesucht, wo ich sagen würde, ja, über die könnte ich reden. Und ich weiß, mit einem davon werde ich mich bei sehr vielen Leuten sehr unbeliebt machen. Also wollen wir zuerst das Kontroverse hören oder zuerst das, wo mir wahrscheinlich alle zustimmen werden? Das Kontroverse. Okay, Skyrim. Mich hat Skyrim absolut nicht abgeholt. Man muss dazu sagen, ich habe es nach Breath of the Wild gespielt. Breath of the Wild hat natürlich sehr viel sich von Skyrim inspirieren lassen und argumentativ auch darauf aufgebaut. Mein Problem war bei Skyrim so ein bisschen, A, ist es mir zu offen und gleichzeitig zu linear. Also ich kann nicht jederzeit in die Welt laufen und da die Hauptquest voranbringen. Es geht irgendwie, zumindest hatte ich das Gefühl, nur an einer bestimmten Stelle. Es hat mich so von der Welt her auch gar nicht abgeholt. Du sitzt am Anfang in diesem Wagen. Das ist eine sehr lange, unüberspringbare Cutscene. Und dann kriegst du da erstmal einen Lore-Dump, wo du die Hälfte der Worte nicht mal verstehen kannst, weil die halt die eigene Sprache sind. Also zum Beispiel nehmen sie das Wort Jarl, ist sowas ähnliches wie ein Bürgermeister von der Stadt immer. Das weißt du aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und ich fand es lustig, weil ich gehört hatte, Skyrim ist schon sehr vercasualisiert worden. Also das ist ja der fünfte Teil der Elder Scrolls-Reihe. Und es war wohl schon sehr, ja, sehr, sehr beginnerfreundlich. Und ich dachte mir, oh, das ist noch beginnerfreundlich. Ich verstehe gar nichts. Ich verstehe jedes zweite Wort nicht. Dann der Anfang ist ganz, ganz cool gemacht mit der Cutscene, nachdem du deinen Charakter erstellt hast, wo du dann von einem Drachen wegrennen musst. Ich dachte auch, da gibt es dann zwei verschiedene Möglichkeiten, wo du lang gehen kannst. Aber nee, es ist nur eine andere Tür, die du auch nehmen kannst. Hast dann so eine kleine Tutorial-Höhle und dann. Mein Problem war dann, als ich aus dieser Höhle rauskam, war ich bereits voll beladen, weil ich habe halt alles gelootet, was ich da mitnehmen konnte. Dann war ich halt langsam, dann habe ich mich halt da langgeschleift und langsam und langsam und das hat mich halt so genervt, wo ich mir dachte, ah, komm schon, jetzt muss ich diesen Weg so langsam gehen bis in die nächste Stadt, damit ich den ganzen Loot mal verkaufen kann. Komm dann nach, glaube ich, einer Stunde oder was in der ersten Stadt in Whiterun? Chris, wie heißt die erste Stadt, in die man kommt? Die kleine. Ich habe keine Ahnung. Achso, hätte ja sein Das können. Ding ist, ich teile deine Meinung. Also, Okay. jetzt nicht wegen Verständnisproblem oder sowas, aber ich finde, Skyrim ist so eines der langweiligsten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Und ich kann nicht verstehen, wie Leute das spielen und sagen: Oh mein Gott, das ist so spaßig, weil ich finde, also, ja, okay, der Anfang war ganz cool mit dem Drachen, aber ich finde, das Kampfsystem ist arschlangweilig. Die Charaktere haben für mich nichts Spannendes zu erzählen. Da bin ich ja noch gar nicht. Das kommt bei mir alles gleich noch. Aber ich war dann in dieser Stadt und dann kam eine Gameplay-Mechanik, wo ich mich echt gefragt habe, warum? Und zwar wollte ich dann meinen Locking. ganzen Scheiß verkaufen und habe dann festgestellt, das geht gar nicht. Die Händler haben limitiertes Geld. Und da hatte ich so viel Scheiße schon in der Stadt halt auch gesagt. Ich habe halt auch die Leute in der Stadt beklaut, weil ich das lustig fand. Weil ich habe halt, wie gesagt, vor Breath of the Wild gespielt. Ich habe halt alle Sachen, die ich da nicht mache. In Breath of the Wild kannst du keine NPCs töten. Das kannst du in Skyrim stellenweise schon. Das ist aber sehr inkonsequent damit, welche NPCs du töten kannst und welche nicht. Und das war mir zu dem Zeitpunkt auch nicht bewusst, warum das so ist. Und ich fand es halt hier und da mal lustig, wenn mir einer doof kam, habe ich ihn halt umgebracht. Dachte ich mir, ja gut, wird schon irgendwelche negativen Konsequenzen haben. Aber dann, die bin ich bereit einzugehen. Damit kann ich leben. Es gab ja auch gibt auch sehr coole Finisher-Animationen, von daher fand ich es jetzt gar nicht so schlimm immer. Gerade auch die Sachen, den Leuten das Geld, die sagt, ich glaube, du kannst die gestohlenen Sachen ja am Anfang noch gar nicht verkaufen. Du musst da ja erst nochmal irgendwie Diebstahl skillen, damit das überhaupt geht. Und vorher musst du in diese eine spezielle Stadt dafür. Also ich habe auch einen Guide gebraucht, um halbwegs voranzukommen, um halt irgendwie so die Basics machen zu können, gefühlt. Weil das Spiel sich so gar nicht in eine Richtung. Es gibt dir eine Richtung. Aber die ist halt nur die Main Quest und alles andere, so ich mochte halt,
Im Breath of the Wild kriegst du verschiedene Punkte, wo du hingehen kannst. Da ist halt, klar, am Anfang geh erstmal dahin und von da aus gibt es dann mehr oder guck dich so um, weil du kannst halt überall was finden. Und durch das Gegnerdesign, dass die Guardians vor Schloss Hyrule sind, kommst du zum Beispiel erstmal wahrscheinlich nicht nach Schloss Hyrule rein. Aber was an den ganzen Ecken sind überall Pferde platziert. Also holst du erstmal ein Pferd und reitest damit eine ganze Weile weiter. Das ist halt dieses indirekte Game Design, was dir gar nicht auffällt. Und bei Skyrim hatte ich das nicht. Ich habe das Gefühl, ah, ich will hier den Berg rauf, ich finde die Straße nicht mal. Na gut, ich versuche so rauf zu klettern, ich rutsche ab und sterbe. Ich habe es geschafft, mich an einer Stelle zu softlocken, dass ich, sobald ich aus einer Tür rausgekommen bin, bin ich gestorben. Und dann konnte ich halt auch nicht mehr irgendwie speichern. Da war ich dann immer nur in der Ladezeit dann zwischendurch. Das hat mich so angekotzt. Und ich konnte nicht mal meinen ganzen Kack verkaufen. Ich habe mich dann viel zu lange in Slow-Mo darum rumgequält. Du kannst ja nicht mal dich von einem Ort zum anderen dann teleportieren, wo du bereits warst, wenn das schon gemacht war. Was ich dann gemacht habe, was es dann halbwegs spielbar für mich gemacht hat, war, als ich, du kriegst so Bodyguards, die dann mitkommen können, immer nur einer leider, aber den kannst du auch Inventar geben und den habe ich dann mein ganzes Müllinventar gegeben. Das hat zwar die Ladezeit massiv erhöht, aber die haben kein Traglimit. Also habe ich einfach alles gelootet, alles, was kein Geld in dem Sinne war, habe ich denen in die Hand gedrückt und dann haben die das halt mitgenommen und dann beim Laden, wenn die dann mal Geld hatten, habe ich da wieder die wertvollsten Sachen rausgenommen oder die schwersten verkauft und dann so weitergemacht. Und ich dachte mir, das ist so unnötiges Menü hin und her gekacke da, wo ich da echt keinen Bock drauf hatte, wo ich mir dachte, lass mich doch einfach alles verkaufen oder lass mich gar nicht erst so viel mitnehmen. Dann lass doch nicht jeden Gegner auch. Jede Spinne, die du tötest, droppt irgendwie so Spinneneier, Spinnenseide, was weiß ich nicht. Dann mach doch die Drop-Chance nur 10% davon. Dann musst du immer noch 10 Gegner für eins töten, aber dann kannst du zumindest nur so viele davon auch tragen. Statt dass du ein Inventar dann damit voll hast, weil du kriegst es halt schon im Tutorial voll. Das hat mich so angekotzt. Und ich glaube, das Problem ist, dass die Leute Skyrim wirklich nur mögen, wenn es schon zumindest etwas bis stark gemoddet ist. Nicht mal unbedingt die dummen Mods, wo du die Drachen durch irgendeinen anderen Bullshit austauschst, sondern einfach nur, was weiß ich, dass dein Haus schöner ist, dass du das da vernünftig lagern kannst und alles. Dass du, was weiß ich, dass die NPCs sich natürlicher verhalten, dass die Umgebung schöner aussieht. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht mehr, wie anstrengend Skyrim sein kann, wenn du Skyrim zum ersten Mal spielst. Ich glaube, das haben viele schon wieder vergessen. Entweder durch Nostalgie oder durch, dadurch, dass ihr halt, wenn du die Lore halt auch schon kennst, dann siehst du das Ganze nochmal mit anderen Augen. Also hatte ich jetzt, weiß gar nicht, wem ich das von euch jetzt, ich glaube, Anna hat es erzählt. Ich habe Tears of the Kingdom im Anfang nochmal gespielt. Ich sehe den Anfang jetzt mit so anderen Augen und ich denke mir, oh, die Sachen, die sie da gemacht, die sind nur im Tutorial. Und die sind auch ganz bewusst so. Und die Sachen drehen sich sogar auch noch zu dir, damit du sie ja siehst. Und ich dachte mir dann, oh, das ist halt, ich kann es jetzt noch nicht sagen, weil das Spoiler ist. Aber dann halt siehst du das mit anderen Augen. So denke ich mir, ist das bei Skyrim wahrscheinlich auch. Wenn du schon 500 Stunden hast, verstehst du am Anfang die Cutscene und diese politische Intrige. Und ich dachte mir so, ich könnte nicht weniger einen Fick darauf geben, was eure beiden Parteien nicht für ein Problem haben, weil mich beide absolut nicht angesprochen haben. Ich weiß, das eine war nicht Sturmmantel und das andere keine Ahnung. Ich dachte halt, wen von beiden, ich würde mich gerne mit beiden anlegen. Warum kann ich das nicht machen? Nur dann, dass du die ganzen NPCs nicht umbringen kannst. Später habe ich dann erfahren, dass das geht nicht, weil das eine Story-Mission ist. Dann war ich mal so, weil ich habe dann mal nochmal auf dem zweiten Account dann gesagt, okay, ich spiele das jetzt mal so generisch, wie man es haben will. Hab mir einen Human Warrior gemacht, also so das Standardmäßige vom Standard, hab nur die Story gemacht und hab dann diesen einen Spielstand auch nie wieder angerührt, weil ich mir dachte, das ist so langweilig. Das andere, was ich noch interessant fand, wie die Leute die ganze Zeit auszurauben, den buchstäblich die Klamotten von der Haut zu rauben, das fand ich halt lustig und dass auch keiner darauf reagiert hat. Das fand ich amüsant, das hat kein anderes Spiel so gemacht, aber das sind die Features, die das Spiel irgendwie nicht will, dass du sie tust, die interessanten Features. Das war meine erste große Enttäuschung. Und da musste ich damals noch den riesigen Deutsch-Patch runterladen. Das wurde so ein Zeitpunkt, wo ich kein wirkliches Internet hatte, nur in der Wohngruppe da. Das hat gedauert. Ich wollte einfach nur Skyrim spielen. Es hat dann noch 3 Stunden gedauert, bis ich es machen konnte. Und dann war ich enttäuscht von allem. Verstehe ich, das ist ein furchtbares Spiel. Furchtbar würde ich es nicht mal sagen. Es hat halt. Da ist der Kern von etwas sehr Gutem drin, den sehe ich auch absolut. Nur ich denke, du brauchst wirklich die Mods.
Ich habe mir jetzt nochmal für günstiges Geld nochmal so die ganze Elder Scrolls-Reihe irgendwo, habe ich die noch liegen. Ich merke gerade, ich habe gar kein CD-Laufwerk mehr bei dem neuen PC. Naja, egal, da lasse ich mir was einfallen. Dass ich mir die dann nochmal mache und die vielleicht modde, dass es dann vielleicht interessanter ist, aber ach, ich weiß nicht, so im Kern hat es mich nicht abgeholt und eigentlich mag ich halt dieses ganze Fantasy-Zeug und sowas. Ich habe ja die Switch-Version, du kriegst darin buchstäblich Link, Schild und Schwert und ich dachte mir so, ah, das kämpft sich damit echt furchtbar. Mein Kampfsystem war immer nur, in einer Hand hast du Heilung und in der anderen Hand hast du ein Schwert zum draufhauen und dann rennst du halt weg. Damit du dich halt mehr heilen kannst. Und wenn du das nicht machen kannst, dann kipp dir halt so lange im Pausenmenü Tränke oder Käse, glaube ich, halt dich voll, meine ich mal gehört zu haben. Kipp dir das einfach rein. Das fand ich echt ein. Ich fand's nicht gut. Ich sehe, wie das interessanter werden kann, wenn die Magie hoch genug gelevelt ist und wenn du die schneller wieder aufladen kannst und alles. Aber der Anfang zieht sich so sehr. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn du nur mal 200 Stunden drinne hast, dann wirst du nicht mehr aufhören wollen. Aber erstmal da reinzukommen, das ist so zäh. Ich dann auch noch alles nachgucken muss, das war dann halt, ah, ich muss in diese Stadt diese Sidequest machen, das so und so machen, damit ich überhaupt meinen Scheiß verkaufen darf, den ich eh schon eingeklaut habe. Warum muss ich die Sachen überhaupt 20 Stunden mitschleppen? Woher will der denn wissen, ob dieser Topf geklaut ist oder nicht? Das fand ich so eine dämliche Entscheidung. Das hat mir die Welt dahinter, die haben es ja gemacht, weil das logischer ist, dass du nicht einfach Diebesgut verkaufen kannst, aber woher wollen die wissen, dass das Diebesgut ist bei so vielen anderen Sachen? Bei irgendwelchen wichtigen Dokumenten von mir aus, dass sie da erkennen und dann sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Ja, aber bei den anderen Sachen, oh, ich weiß nicht. Ich würde es nicht mal unbedingt als schlechtes Spiel bezeichnen wollen, einfach nur als, nee, hat mich nicht abgeholt. Hat einen problematischen Anfang und keine Ahnung, ich habe es nicht drüber hinaus geschafft. Sagen wir es so. Sorry, dass ich jetzt gerade störe, aber ich muss mal ganz, ganz kurz weg. Okay, mach das. Bin gleich wieder da. Jo, Anna, du hattest doch noch eine Enttäuschung, ne? Du wolltest noch irgendwas anderes ansprechen. Ja, das mit Schlag den Star. Ihr wisst nicht mal erzählen, worum es geht in dem Spiel. Es ist halt ein Quizspiel, ne? Also viel kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal sehen die Charaktere alle aus wie, weiß ich nicht. Und das Handling von den ganzen Games ist auch ziemlich daneben. Und der größte Witz ist, es hat einen Nachfolger. Es gibt einen zweiten Teil. Ja, das ist halt selbsterklärendes Ding, glaube ich mir. Wenn du mal davon Gameplay siehst, kannst du dir das erklären. Warte, du hast, glaube ich, noch eins, ne? Du hast noch eins bei dir liegen. Du müsstest Weiß noch. aber noch nicht. Du hast noch Bell in Wonderworld bei dir liegen. Wie fandest du das denn, dass wir Okay. das zu zweit gespielt haben? Naja. Erzähl mal, was war denn so toll daran? dass der Bildschirm die ganze Zeit. War das das? Welcher? Was? Ich weiß nicht, was du meinst gerade. Ja, dass der Bildschirm die ganze Zeit irgendwie. Nee, warte mal. Ja, doch, dass die Kamera. Dass ich, glaube ich, irgendwo stecken geblieben bin und ich die Kamera nicht mehr drehen konnte und wir irgendwie gar nichts mehr gesehen haben. Weißt In der zweiten du, was Welt ich war das meine? bereits. Da waren wir schon gesoftlockt. Ja. In die wir nicht gekommen sind, weil wir vorher die Statuen nicht alle gefunden haben. Wo wir uns dann noch eine im Multiplayer erschießt haben, die gar nicht so gedacht war. Oh, da kannst du Bücher drüber schreiben, was da nicht alles falsch ist mit dem Spiel. Ja. Kennst du mein zweiter Pick für Enttäuschung war Arms. Kennst du das eigentlich? Nee. Das ist auch von Nintendo. Das ist, du kämpfst in so einem Boxring und du sollst es halt hauptsächlich mit den Joy-Cons spielen. Pro Joy-Con hast du einen Arm und Arme, Ärme, Arme, Arme, Ja, sind halt
wie so Gummibänder quasi, die fahren sich ewig weit aus. Also du triffst dich, obwohl du in komplett anderen Ecken stehst. Und damit kannst du halt taktisch variieren, ob du halt von der Seite den Arm angreifen willst, ob du ihn direkt machst, ob du. Es gibt dann noch so andere Armvariationen, wo du ein Schild dran hast und so ein Blödsinn. Das Spiel hat sogar lange Zeit DLC bekommen, aber es hat irgendwie. Es hat mich auch echt nicht abgeholt. Es hat interessante Charaktere und die Charakterdesigns sind lustig. Also diese Armfähigkeit, die ist bei jedem Charakter anders. Also bei dem einen sind das Sprungfedern, bei einer sind das Nudeln, beim nächsten ist es einfach Klibber. Das ist schon interessant gemacht, aber es spielt sich halt super eigenartig und ich weiß, ich kann bei dem habe ich Probleme zu sagen, was mich da nicht abgeholt hat, weil du hast sehr wenig Content. Der neue Content, der kam, waren immer nur Charaktere, die sich halt auch alle. Sie haben hier und da eine besondere Fähigkeit, aber bei einem ist es. Diese Anzeige für deinen Superangriff lädt sich schneller auf. Dieser Charakter hat einen Sprung mehr. Das Interessanteste war noch der Charakter, der noch so einen Begleiterhund hatte, der auch manchmal angreifen kann. Ansonsten waren halt die Unterschiede halt wirklich minimalst. Es gibt verschiedene Skins für die Charaktere, die sind aber super versteckt, die findest du nicht einfach. Es ist komisch, das mit anderen zu spielen, weil das immer so aufgeteilt ist vom Bildschirm her, da siehst du nicht so wirklich viel. Du hast generell auch gerade mit den Joy-Cons nicht so wirklich die Kontrolle darüber, wie du es machst. Das fühlt sich mehr wie so ein Draufhausspiel an. Und ich glaube auch, die Fähigkeiten sind nicht so wirklich balanced, weil einer hat die Fähigkeit, sich einfach komplett zu heilen jederzeit. Wenn er halt den Gegner, also der schlägt dich einmal weg, du liegst am Boden, er heilt sich in der Zeit. Du stehst wieder auf, wenn er dich nochmal, sobald er dich wieder einmal erwischt, kann er sich wieder heilen. Und du hast vielleicht nur noch einen Sprung mehr. Das ist halt. Ja, Es okay. fühlt sich nicht so ganz fair. Ich glaube, da war auch irgendwie was, dass der Charakter gebannt wurde, wenn mich nicht alles täuscht. Es hat irgendwie von Anfang an war kein Content drin. Du kannst in dem Spiel halt gegen andere kämpfen oder du kannst so ein, zwei Minispiele spielen. Einmal so ein Volleyball-Ding und einmal Basketball. Und das war es halt irgendwie auch schon. Du kannst halt die Schwierigkeit-Dinger da erhöhen, aber es war jetzt auch nicht. Es gibt am Ende nochmal einen neuen Boss. Der ist ein bisschen kniffliger. Aber es war halt alles so irgendwie null Content gefühlt. Und das, obwohl sie es schon nachgepatcht haben. Das Spiel ist gekommen und ist gestorben. Ziemlich stark. Viel mehr war da nicht. Das ist traurig. Ja. Sehr gut. Hast du denn positive Spiele, um mal das Ganze auf eine positivere Note zurückzubringen? Ja, das Kirby-Spiel mag ich. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Vergessenes Ich Land, bin ne? ganz schlecht im Namen. Was? Vergessenes Land, das 3D-Ding, ne? Ja, genau. Ja, ich mag ja sowieso, ich mag eigentlich alle Mario-Spiele. Außer halt sowas wie Smash und so, aber an sich mag ich alle. Smash ist auch mehr ein Kirby-Spiel als ein Mario-Spiel. Ja. Wobei ich glaube, du kennst die ganzen scheiß Mario-Spiele einfach nicht, weil die nicht so im Mainstream drin sind, ne? Also du hast Glaube ich bestimmt noch nämlich nie auch. was von Hotel Mario gehört. Nee. Oder von Mario's Missing. Sorry, da bin ich wieder. Wir reden gerade über Mario's Missing. Ja, okay. Ja, es. Ja, red weiter. Was hältst du denn davon? Ich habe es einmal in einem Emulator immer gespielt, aber ich habe es nie verstanden. Da war immer so ein komisches Surfing mit in dem Game. Was hast du daran Sag nicht ich mal so, verstanden? du kommst Ja, rein, ja. also und da sind dann irgendwie Blöcke oder sowas. Und du kannst dann irgendwas auswählen über eine Landkarte und sowas. Und dann ist da, du kannst da surfen und irgendwie sowas machen. Und ich denke mir so, hä? Ich hab's, glaube ich, mit 8, 9 Jahren gespielt und ich hab's nicht gecheckt und dann hab's nie wieder angefasst.
Ist okay. Wir drücken weiter. Ja, das mit 8, 9 Jahren hat mich gerade gekillt. Boah. Ja. Wieso? Ja. Oh Gott, zum Glück waren deine Eltern nicht im Raum. Du weißt es gar nicht, oder? Es gibt zwei Versionen von Mario's Missing. Das gibt einmal die Nintendo-Version, die auf dem SNES, glaube ich, rauskam. Ja, genau. Das Lernspiel. Es gibt aber auch noch die, nehmen wir sie mal, bessere Version, weil sie zumindest wirklich ein Spiel ist. Das heißt Mario's Missing Toadstool's Adventures oder so. Und es ist halt eins dieser Spiele, bei denen du keine 5 Minuten aushältst. Okay. Und ich habe mir gerade, ja, schreib du mir mal Mario's Missing. Ja, also das Spiel habe ich nicht verstanden. Da surft man oder so. Und am Anfang ist auch was mit, da kommt man da. Ich dachte mir so, ja, das tut man. Und dann, das habe ich mit 8 oder 9 gespielt. Das ist das Spiel, wo dich ein Gegner trifft und dann, Baumchicka wow wow. Okay. Das ist quasi das, das Pornospiel von Peach, das es da gibt. Ach so. Das heißt halt auch Mario's Missing. Und ich mag halt den Gedanken daran, dass das wahrscheinlich das gute Spiel ist. Und vor allem, du hast erzählt, es hat eine Overworld. Und ich dachte mir so, ja, warum, es hat halt wirklich eine Overworld. Und es ist erschreckend, wie viele Details da drin sind. Okay. Also, das ist halt so ein reines Community-Ding. Es fällt, glaube ich, noch in eine Parodie. Deswegen wird Nintendo Probleme haben, das down zu kriegen. Und es gibt auch zigtausende Versionen davon, weil das halt, ich glaube, das war in Flash sogar gemacht, deswegen ist das super schwierig. Du kannst ja einfach die Flash-Files hier hin und her schicken und deswegen wird es ja nicht irgendwo online, also wenn es irgendwo einen Host down nimmst, haben es noch 5 andere sich schon wieder runtergeladen. Die haben halt so ziemlich jeden Charakter, der da mit Peach oder Daisy oder Rosalina da, die da Geschlechtsverkehr auf dem Bildschirm haben. Da ist dieser Bohnen-Typ aus Super Mario RPG dabei, da sind die X-Nauts aus dem Paper Mario dabei, da sind die ganzen Koopalings natürlich, Igitt und also sind Charaktere dabei, wo du dir denkst, boah, diese waren nur in einem einzigen Spiel an einer Stelle und die sind trotzdem hier drin. Also das ist diese, wenn Mario-Fans ein Pornospiel machen würden. Ich muss gerade so lachen, weil das mit 8 oder 9 habe ich das nicht verstanden. Ach so, oh Gott. Ja, google einfach nach Mario is Missing, es wird auftauchen bei Bildern irgendwann. Ja, aber es gab es dann damals bestimmt noch gar nicht. Das, was du meinst. Das war so 2004 oder so. Als ich das doch, gespielt habe. Das, ich meine, das ist so Newscorn-Zeiten groß geworden. Das könnte das gewesen sein, ungefähr. Wann war denn Newscorn? War auch, glaube ich, um die 2000-Wende. Oh, okay. Das ist ja wohl irgendwie so ein ganz bekanntes Entwicklertool, was sie dafür haben, um halt die Charaktere posen zu können. Und das haben sie natürlich, wie das Internet halt so mal ist, und die ersten Posen, die sie gleich gemacht haben, natürlich diese Art. Das wäre so für mich Kategorie von Spielen, die mich positiv überrascht hat. Ich dachte, Mario Missing ist ein furchtbares Lernspiel. Es ist ein furchtbares Lernspiel, aber ich habe es nicht verstanden, weil es einfach dir nicht zeigt, wie du was machen kannst. Und dann habe ich halt mir mal angeguckt, mal YouTube-Videos angeguckt, wie die Leute das da spielen. Und dann ist dann plötzlich, läufst du mit Luigi in Italien rum oder sowas? Oder was das da war? Das ist ganz, ganz komisch. Was es für mich gekillt hat, war, dass es ein Trivia, also das Non-Porn-Game, dass es ja so ein Lernspiel ist, wo die Fakten teilweise falsch sind. Wo ich mir dann dachte, das ist, erfüllt nicht mal mehr den pädagogischen Lerneffekt, wegen dem das die Eltern gekauft haben. Und der kleine Kevin Son Goku sitzt da vor seiner Konsole und denkt sich, boah, das Mario-Spiel ist echt Müll. Ja, das ist kompletter Bullshit. Also, dass sie darauf keine Anspielung im Mario-Film gemacht haben, macht Sinn.
Oh, warte, wahrscheinlich haben sie jetzt irgendwie Movie Peach oder sowas. Warte, haben die? Oh mein Gott, ich überlege gerade. Ich glaube, es gab in dem Spiel Ice Peach schon bevor das der Mario-Film gemacht hat. Das könnte sein, Okay. es gab halt irgendwie auch Aber jedes Power-Up drinne und es war halt jedes irgendwas mit Sex zu tun, weil, ne, Porn-Game und so. Ich glaube, die war sogar drinne. Das, was ich gespielt hatte, das war auch echt furchtbar. Es gibt auch irgendwie 20 Versionen davon und jede sieht ein bisschen anders aus. Und es funktioniert auch dementsprechend verschieden gut. Aber ich fände jetzt schon super lustig, wenn das vorher war, bevor wir Ice Beach im Mario-Film hatten. Das fände ich super lustig. Ei, Wir haben jetzt alle mir drei den fällt die. Mario-Film gesehen, ne? Und was haltet ihr von dem? Ja, also ich fand den eigentlich ziemlich gut. Also ich war überrascht, wie gut ich den fand tatsächlich. Weil ich dachte eigentlich dadurch, dass das Studio von Minions daran arbeitet, Illumination, Illumination. dass das so ein bisschen, keine Ahnung, in die Richtung von wirklich Minions oder sowas geht. Das ist halt einfach so, es gibt nicht so ein, das Nintendo-Feeling. Aber also, ich habe schon sehr oft mitbekommen, dass tatsächlich die Stellen, wo Take on Me und sowas lief, also die ganzen Songs, Pop-Culture-Songs, dass da eigentlich Mario-Musik laufen sollte. Also, Das ich fand ich glaube, nur echt. die Take on Me-Stelle, da hatten sie einen anderen Donkey Kong-Song. Ich glaube, der Rest ist zumindest keiner bekannt. Den kannst du auf YouTube dir aber anhören. Der DK-Soundtrack, der wäre sogar besser gewesen. Ist halt das von Donkey Kong Country damals, die Intro-Musik. Und ich mag Take on Me, aber ich fand die Stelle trotzdem mit dem alten, also mit dem Videospiel-Soundtrack, hätte ich sie besser gefunden. Aber ja, okay. Ja. Anna, was ist deine kritische Meinung zum Film? Ja, ich fand ihn okay. Also, weiß nicht. Teilweise ein bisschen langweilig. Glaube, du hast das Jo. Problem, du verstehst sehr viele von den Referenzen nicht, weil du nicht so viele Spiele gespielt hast. Das ist aber auch leider ein Ding, finde ich. Ein Film sollte nicht durch Referenzen getragen werden. Oh, das macht der Film aber hundertprozentig. Ich glaube, der Film hat nicht wirklich mehr Substanz außer die Referenzen. Also wenn du die Referenzen verstehst, dann denkst du dir halt immer wieder an jeder Stelle, oh cool, oh cool, oh cool. Aber ich habe den Film jetzt mit Leuten gesehen, die mit der Mario-Reihe bekannt sind und Leuten, die nur was mal damals in ihrer Kindheit mal ein Mario-Spiel gespielt haben. Und die mochten beide jeweils den Film, aber hätten jetzt nicht gesagt, okay, ist jetzt ein richtig, richtig, richtig guter Film. Ja, High Cinema habe ich da sowieso nie erwartet. Ich habe ja damals in irgendeinem Smash-Stream gesagt, das wird das generischste, was wir überhaupt an Filmen bekommen können oder irgendwie so. Wo ich mir dann auch dachte, ja, ich hatte so recht, weil es ist halt, Spacing ist echt nicht gut. Es wird irgendwie, allein die Szene, dass Toad und Mario haben ja diesen Charakterakt, oh, Toad will der beste Freund von Mario sein. Und ich glaube, sobald dann Toad, Peach und Mario losgehen, ich glaube, danach reden Toad und Mario nie wieder ein Wort miteinander. Oder wüsstet ihr noch eine Stelle, wo die danach miteinander reden? Vielleicht ganz am Ende nochmal, aber ansonsten, das Arc wird eingeführt und verworfen. Oder auch das mit Toad und Peach, Mario muss diesen ganzen Hindernisparcours machen und dann kommt Toad und dann, ah ja, du kommst jetzt einfach so mit, weil wir müssen zur nächsten Szene kommen. Ich glaube, ich bin aber Ja. der Kritischste hier im Raum von denen. Ja, also das ist mir tatsächlich nie aufgefallen, muss ich sagen. Also ich habe den nicht so krass analysiert, hätte ich jetzt gesagt. Ich habe den halt zweimal geguckt, einmal auf Deutsch und auf Englisch. Fand beide Versionen gut. Ich fand tatsächlich die englische Version teilweise, weiß ich nicht. Also hat beides ihre Vorzüge tatsächlich. War Peachs Stimme im Englischen besser? Weil ich weiß, Anna hatte mir, glaube ich, erzählt, die mochte sie nicht. Ja. Ich mochte sie im Englischen viel, viel besser. Ich habe auch nachgeguckt, im Deutschen ist irgendeine
Irgendeine YouTuberin. Influencerin, wo ich so schade. Ich finde, ja, also ich finde es halt einfach schade, weißt du, weil jeder von diesen Stimmen hat einfach eine deutsche Stimme, die halt diese Rolle dann halt auch im Deutschen halt vertont. Zum Beispiel Anya Taylor-Joy hat zwei Personen, die halt ihre Stimme mal wieder benutzen. Und ich fand es halt echt schlimm, dass die jetzt einfach gesagt haben, hey, nee, lass mal einfach einen Influencer nehmen. Das ist, finde ich. Für mich machen Influencer das deutsche Kino tatsächlich auch ein bisschen kaputt. Zum Beispiel, ich fand Sonic auf Deutsch zu gucken, fand ich schrecklich. Ja, das, bei Sonic habe ich dasselbe Furcht, Problem. Vor allem, ich mag Max Stachel furchtbar. Synchro. Furchtbar. Oh mein Gott. Der deutsche Sonic, der erste Sonic-Film. Also ich habe den zweiten deswegen auch nicht bis jetzt auch noch nicht gesehen. Einfach weil ich den nicht im Englischen im Kino gesehen habe und dann habe ich halt die keinen. Den mir bis jetzt noch nicht geholt, weil ich einfach die deutschen Stimmen vom ersten Teil so schrecklich fand. Also halt vom Dingens von Eggman fand ich gut, weil es war halt die original deutsche Stimme von dem. Von Jim Halt, Carrey, also jetzt der nicht. englische Vertoner, der deutsche Vertoner. Genau, das fand ich halt recht gut, aber Julian Bam ist halt, man merkt, der hat keine Erfahrung in Synchronstimmen und er verkörpert. Für mich so nicht so wirklich Sonic. Er ist halt dieses, ja, hey, Ja gut, ich, da war aber also auch das Skript scheiße. ich find's Also. einfach schrecklich, dass einfach Influencer einfach gute Synchronsprecher ersetzen. Das ist, finde ich, eine der schlimmsten Sachen überhaupt. Einfach nur wegen Marketing-Dreck. Da habe ich ja hohe Hoffnung an AI und so, nicht unbedingt ChatGPT, aber wo du dann einfach sagen kannst, was weiß ich, gib mir zurück in die Zukunft, aber mit Robert Downey Jr. als Marty McFly. Und das generierte den Film dann so. Und dass du damit halt sagen kannst, ey, ich will Detektiv Pikachu mit Danny DeVitos Stimme. Ich will den Sonic-Film mit Mark Braun. Ich will Mario mit Charles Martinet, ich weiß nicht, ob das so passen würde, weil Charles Martinet hat wahrscheinlich sehr viel Yahoo, würde dann der Algorithmus da machen, aber theoretisch würde ich ihn schon gerne sehen. Halt so der Charles Martinet kann das ja, der ist ja an sich schon Voice Actor, der macht ja nicht nur Mario, der hat ja in Skyrim sogar einen Drachen gesprochen, was man sich kaum vorstellen kann, dass ein Drache da so Mario-mäßig wuhu, durch die Gegend springt, aber das. Ich glaube, ich habe sogar die Voice-Files mal gehört und ich habe ihn nicht mal erkannt als Charles Martinet. Von daher, das hoffe ich, Das Ding dass ist, die AI das irgendwann hinkriegt. Oder in, keine Ahnung, 10, 20 Jahren und wir dann sagen können, ey, wir können die Filme jetzt so machen, wie wir sie sehen wollen. Vor allem kannst du dann so viel Blödsinn damit machen. Dann kannst du halt Detektiv Pikachu mit Mario-Sounds haben oder den Mario-Film mit Pikachu-Sounds. Das fände ich auch lustig. Weiß jetzt nicht, ob das so ein unerfüllter Wunsch von mir wäre. Ich hoffe halt, dass du damit die Fehler fixen kannst, die andere gemacht haben, um halt die Voice Actor, die es eigentlich verdient haben, dass das so die Definitive Version dann quasi davon wird. Und sei es nur indirekt. Das wird aber wahrscheinlich noch eine sehr lange Zeit dauern. Ja, für den ganzen Film wird es sowieso schwierig, den dann immer zu haben, aber ausschnittsweise sollte das möglich sein. Es wird halt nicht als Parodie zählen, das ist das Problem. Man muss wahrscheinlich sogar warten, bis der Film bis zumindest teilweise im Public Domain ist. Und es könnte vielleicht reichen bei Mario, wenn Mario selber im Public Domain ist und dann den Film halt mit so weit durch die Stimmen ersetzt, dass du halt. Wobei ich würde Jack Black schon gerne lassen wollen. Das ist dann schwierig, weil dann ist der ja immer noch. Der Teil ist dann ja komplett identisch. Das wird dann schwierig. Er muss wahrscheinlich dann doch noch ein paar hundert Jahre warten. Also, einmal 100 Jahre warten. Aber bis dahin sollte die Technik wahrscheinlich weit genug sein, wenn sie auf dem Level weiter wächst. Hoffentlich, vielleicht. Das werde ich dann zwar nicht mehr mitbekommen, aber ey, dann, was weiß ich, dann können meine nicht vorhandenen Kinder sich den Mario-Film anschauen und denken sich dann, boah, was interessiert uns der erste Mario-Film? Wir wollen den achten sehen. Den Oh 20. Gott. Oh Gott. Und den zweiten Kingdom Hearts. Und morgen kommt Half-Life 3 übrigens auch raus. Mal Ey, wieder. okay. Zum vierten Mal. Ey, ey, ey. Das wird nicht passieren. Niemals. Half-Life 3 glaube ich wirklich, weil Half-Life 3 hat so viel Meme-Potenzial. Ich glaube nicht, dass sie das irgendwann rausbringen.
So ein Portal frei sehe ich schon, vielleicht von einem anderen Studio irgendwie mal, das quasi das so weiterführt. Es gab doch hier das, oh, wie hieß es, das Insomni Paradox oder irgendwie sowas, was so Portal sein will, aber es nicht ganz ist. Ich habe es gesehen und dachte mir, ah, du verstehst nicht ganz du willst Portal sein, aber du verstehst nicht ganz, was Portal gut gemacht hat. Dass zum Beispiel nicht die ganze Zeit den nervigen Charakter dabei hattest, der dir alles erklärt. Da reden zwei Charaktere miteinander und beide sagen dir, dass sie nichts wissen. Und ich denke mir so, wofür muss sie dafür miteinander reden? Das hätte auch genauso gut mit Silent Protagonist da funktioniert. Aber nein, wir müssten da zwei Charaktere haben, die mir 5 Minuten lang erzählen, dass keiner von beiden weiß, was da gerade passiert. Ich mir denke, das ist für mich auch der Status quo. Ich weiß es auch nicht. Lass mich den Gedanken doch mal selber haben. Schreib mir doch nicht alles vor, was ich zu denken habe. Das finde ich immer so anstrengend in Spielen. Deswegen habe ich bei Ratchet & Clank auch irgendwann den Ton ausgemacht, was mich einfach nur noch genervt hat, weil die nicht mal 5 Sekunden die Fresse halten können. Boah, ist das anstrengend gewesen. Okay. Also bei dem Remaster PS4-Spiel. Ja, das fand ich auch nicht so besonders. Ich habe mir Rift Apart geholt, aber habe ich bis jetzt noch nicht gespielt, einfach weil es mich nicht juckt, muss ich ehrlich sagen. Es soll wohl besser sein. Ich weiß halt nicht, ob der erste Teil ist halt schon super unbeliebt. Ich weiß halt nicht, ob besser dann jetzt ein Fortschritt ist oder ob das dann mehr so, ja, es ist zumindest nicht mehr so eine Totalkatastrophe ist. Es könnte halt in beide Richtungen gehen. Ich habe öfter einfach das Gefühl, manche Sachen kommen einfach raus und dann wird nicht mehr immer länger über die geredet. Dann denke ich mir schon, ja, okay. Ja, dann hörst du irgendwann davon und denkst dir, ach ja, stimmt, Arms war ja eine Sache. Das gab es ja. Es gibt eine Sache, die mir nie genommen werden kann, und das ist das Theme von Ribbon Girl. Oh mein Gott, ich liebe diesen Song. War Das das ist einfach das der. Hauptthema, aber dass eine weiblichere Stimme halt das so ein bisschen höher singt und das ist einfach richtig gut. War das Haupttheme von Arms nicht eh, wo sie nur oh. Ja, und dann, ja genau. Und das ist, Ribbon Girl hat ein ähnliches Thema, aber das geht irgendwie, hat ein bisschen mehr Impact, habe ich so das Gefühl. Ich habe gerade nur das Männliche im Kopf, aber ich fand das Theme an sich schon so, oh ja, da rufen die Leute. Nee, Quatsch, ich hab das von Pokémon im Kopf. Von Schwert und Schild, das habe ich gerade im Kopf. Oh. Schwert und Schild habe ich außer Arenen nicht mehr gar nicht mehr im Kopf. Oh, ich hab das. Oh, ich hab die Dreckscheiße, da habe ich ja mal ein Shiny handeln wollen. War ja ein Geschenk. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals im Stream da erzählt habe. Ich habe das Spiel nicht. Ich habe keinen Bock mehr gehabt vor der Unlicht-Arena. Dachte mir, ja gut, hol dir schnell ein Ditto. Geh online, hol dir einen Sobble, also den Wasserstarter. Und brüte dann ein paar Eier aus. Nee, ich war erstmal 5 Stunden damit beschäftigt, weil du kannst es zwar finden, super selten, aber dann sagt das Spiel einfach random, nö, das kannst du nicht fangen, das ist noch zu hoch vom Level. Ja. Ohne irgendeine Begründung. Dann musste ich die Orden, also das hat erstmal gedauert, bis ich es ewig gefunden hatte. Ich habe es über Wonder Trade versucht, habe aber keins bekommen. Ich habe eher, durch random Trades habe ich dann eher schon mal die Starter alle bekommen. Ich habe natürlich Sobble erst zuletzt bekommen, das ich haben wollte. Dann habe ich die restlichen Arenen erstmal machen müssen, wo ich eh schon nur A gespammt habe und die Animation ausgemacht habe. Dann habe ich dann endlich dann mein Ditto fangen können, damit ich das gegen ein anderes Ditto tauschen konnte. Das hat auch ewig gedauert, damit du die Chancen auf ein Shiny ja erhöhst, wenn das aus einer anderen Region kommt. Dann war das endlich in der Pension und dann musste ich nochmal, keine Ahnung, 10 Stunden oder was da insgesamt nochmal die Straße da nur rauf und runter fahren. Und das Traurige war, das war noch der spaßigste Teil davon. Also bei dem Shiny Farm habe ich mir einfach irgendwelche Podcasts angemacht und dann halt immer mal wieder hingeguckt, habe ich es jetzt, habe ich es jetzt noch nicht. Aber so bei dem, oh nee, das eigentliche Spiel dafür wieder zu spielen, das war das Anstrengendste überhaupt, vor allem weil diese ganzen Designentscheidungen von wegen, oh ja, du kannst dieses Pokémon jetzt nicht fangen, weil wir das sagen. Das ist so dämlich. Dann lass mich doch dagegen sterben. Mein Gott, das Spiel ist so handholdy, ich hasse es. Das ist manchmal echt schwer. Ich weiß gar nicht. Das hatte ich mir bei Let's Go schon mal überlegt, weil mir das auch schon zu einfach war. Aber da habe ich gesagt, das ist nur das eine Gimmick von Let's Go mal. Inzwischen ist es ja der Status Quo. Wie schnell kannst du schaffen, in einem Pokémon-Spiel Game Over zu gehen? Das sollte eine eigene Speedrun-Kategorie sein.
Weil gerade in Let's Go, glaube ich, ist das echt schwer. Wieso? Wo willst du denn kämpfen? Ja, beim ersten Trainer. Ja, und wie willst du den nicht besiegen? Indem du ganze Zeit Rundenschlag machst. Hast du nur 30 Mal, dann musst du angreifen. Ja, aber du steigst die, wenn du keine Pokémon fängst, steigst du nicht so viele Level auf und der besiegt dich mit Du den paar Mal steigst mehr Tackle. als genug halt auch auf, wenn du einfach nur die normalen Trainer mitnimmst. Und die musst du ja machen, weil du halt Tackle oder Ja, was da aber hast. du gehst ja zum ersten Trainer und setzt dann ab dem dann die ganze Zeit nur noch Rundenschlag ein und dann verlierst du den Kampf. Ich glaube nicht mal, dass du den Kampf dann verlierst. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube nicht, Okay. wenn du, selbst wenn du 30 Mal Routenschlag machst, der Gegner hat ja auch noch die Moves, die nichts bringen. Der kann ja Ja, trotzdem, aber setzt dann die einfach Holder ein. Wahrscheinlichkeit, Und ich aber denke mir dass dann der so, ja gut, 30. das hat jetzt auch nicht wirklich einen von beiden vorangebracht. Also Das ich. Ding ist aber, wenn du Routenschlag einsetzt, machst du ja die Verteidigung runter, du machst nicht den Angriff runter und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du vorher stirbst. Bei 30 Malen. Ja, aber er kann ja deinen Angriff senken, wenn du mit Heuler zum Beispiel. Und mein Gedanke ist halt nur, in jedem anderen Spiel, wenn ich in Skyrim schnell sterben will, gut, da brauche ich nur von einem Turm zu springen, aber da ist das Intro noch so ewig lang. Aber das ist ein Intro. Wenn ich in Zelda, was, in Zelda kann, in Breath of the Wild kann ich aus dem Dungeon rausgehen, dann muss ich die ganze Zeit Cutscenes skippen noch, das ist halt auch noch das Intro, aber dann kann ich mich von der ersten Klippe stürzen. Das dauert Sekunden, sobald du wirklich das Spiel spielen kannst. Und bei Let's Go ist es, glaube ich, echt eine Quälerei. Und ich glaube, bei Schwert und Schild wird es ähnlich sein, weil du kannst den Kampf gegen Hopp nicht verlieren. Okay. Ich glaube, Hopp ist nicht so programmiert, dass er dich irgendwann angreifen wird, zumindest nicht so kritisch, oder dass er dann gar nicht erst trifft. Das weiß ich nicht, aber habe ich auch nie Also ich drüber hatte nie das nachgedacht. Gefühl, dass Hopp überhaupt eine Chance hat. Das fand ich so, ich konnte Hopp auch als Charakter absolut nicht ausstehen. Ich hätte es besser gefunden, wenn er auf halbem Weg. Das wäre zwar ziemlich dark für einen Pokémon-Spieler, aber ich hätte es besser gefunden, wenn er sich auf halbem Weg irgendwie so enttäuscht wäre von seiner Niederlage, dass er sich das Leben nimmt und dann muss sein Bruder damit leben und so. Das werden sie niemals in einem Pokémon-Spiel machen, aber das dachte ich mir zumindest, boah, das würde ihn aus der Geschichte schreiben und es wäre so viel interessanterer Plot. Ich wollte ihn einfach nur loswerden. Ich habe ihn gehasst. Aber so abgrundtief. Oh, du bist so toll, du kannst alle sofort machen. Oh, du bist so gut mit deinen Pokémon. Ich denke mir so, nein, du bist einfach nur unfähig. Ich war noch drauf gewartet, dass er mir gratuliert hat, dass ich selbstständig ein- und ausatmen kann. Das wäre so der nächste Schritt gewesen, den er dann hat. Das macht wahrscheinlich dann der nächste. Das macht dann der Rivale in dem Schwarz- und Weiß-Remake, was wir wahrscheinlich. Es wird dieses Jahr noch angekündigt. Ich call es jetzt schon. Das triggert dich schon ziemlich hart. Ja, und es wird genauso furchtbar sein wie BDSP. Das wird kommen, das garantiere ich dir. Und es wird nicht gut sein. Ich weiß aber nicht, was Schwarz-Weiß schlechter machen soll. Also, die werden die Standardsachen reinbringen, diesen EP-Teil, aber ansonsten, was sollen sie da krass Naja, ändern? den billigen Artstyle, weil der einfacher ist. Wahrscheinlich wieder Content streichen. Es war ja nicht mal der ganze. Ja, Es war ja nicht mal der tja. Diamant und Pearl-Content drin. Wie hießen diese Modewettbewerbe? Das ist ja keine eigene Meta mehr. Das ist jetzt einfach nur noch drücke den Knopf im richtigen Moment. Und das ist alles. Das hattest du vorher ja komplett drei verschiedene Modi da drin. Das gibt's alles nicht mehr. Okay. Und dann war das mit dem Platin-Content auch noch inkonsequent. Manche Umgebungen haben sie straight up das Platin-Design genommen. Das stört mich ja am meisten. Das war einfach nur, oh, da müssten wir jetzt Content machen. Nee, das machen wir jetzt nicht. Aber in Erzlingen zum Beispiel, da hast du diese Bahnen noch, die da oben lang gehen. Die sind eigentlich nur im Platin gewesen. Dann ist es halt so kacken einfach. Also ich habe so ziemlich jeder Review, den ich gehört habe, hat gesagt, ja, ich habe irgendwann die Trainer ausgelassen, wo ich mir denke, das konntest du dir gar nicht leisten im Original. Du hast die EP alle gebraucht. Oh, ich fand dieses Spiel so furchtbar. Das war für mich so ein neuer Tiefpunkt. Wo ich mir dachte, Alter, Pokémon, ihr müsst echt mal euren Shit together kriegen. Und dann kam Scarlet Violet und ich dachte mir, ja, ich bin froh, dass ich das sinkende Schiff rechtzeitig verlassen habe. Naja, lass mal zu was anderes gehen als Pokémon-Hate. Ich habe noch auf den Mario Kart Booster Streckenpass auf der Liste. Dazu kann ich nichts sagen. Ich habe
Es gibt neue Charaktere und dann, man weiß noch nicht die ganzen Strecken, die da neu dazu sind. Ja, wer hätte ja sagen Außer können, einem. wie es einem bis jetzt gefällt. Ich weiß gar nicht, ja, habt ihr den über das Nintendo Switch Online oder habt ihr den euch so geholt? Dann hast du ihn jetzt ja gar nicht mehr. Wieso? Du hast doch gesagt, du hast kein Online mehr. Ach so, ja, stimmt. Ja. Genau deswegen habe ich mir so geholt vorher. Ich hab's auch über Switch Online. Also Und ich kann meinen auch in 20 Jahren noch spielen. Just saying. ja, tatsächlich gehe ich zu den alten Teilen nicht mehr zurück. Größtenteils, außer zu Double Dash. Weiß Wii nicht. habe ich seit 10 Jahren fast nicht mehr angefasst oder so. Oder 8 Jahren. Ich habe Wii, glaube ich, noch nie mit einem richtigen Controller gespielt. Ich weiß gar nicht, wie sich das wahrscheinlich angenehm fährt. Ich habe das immer nur mit Wii Motion spielen müssen, weil ich halt da noch jung war und noch kein eigenes Geld hatte und mir da nicht einen vernünftigen Controller besorgen konnte. Ich musste halt immer hoffen, dass ich in die richtige Richtung doch noch richtig fahre mit dem ganzen. Ich habe Motion Control schon immer gehasst. Ich glaube, Mario Kart Wii ist ein großer Grund dafür. Ja, fand ich auch nie wirklich gut, aber war ja eher so meh. Tatsächlich. Ja, ich fand schon immer eine Spielerei nett, aber darüber hinaus nicht. Und Skyward Sword hat mir dann echt den Rest gegeben. Das war dann der Punkt, wo ich sage, ich möchte bitte nie wieder irgendwas mit Motion Control spielen. Ich muss tatsächlich sagen, alle, die sagen, dass sie Probleme mit Skyward Sword haben, nichts gegen dich, aber ich fand, gefühlt waren alle unfähig, weil ich es nicht verstanden habe, wie Leute damit Probleme haben Das können. hängt stark von deinem Setup ab, das ist das Problem. Das ist nicht bei jeder Person gleich. Ja, aber was ist denn Setup? Du hast, bist, Wie nah wie weit bist bist du du denn? zum Beispiel an der Sensorleiste dran? Das kann schon ein entscheidender Faktor dafür sein. Also ich musste Mitte. meine Wiimote also alle 30 Sekunden gefühlt kalibrieren. Und ich habe es irgendwann schon aus Routine immer gemacht. Dann hast du dieses ganze Zeit Leute in der Gegend umher und ich dachte mir so, oh nee, bitte nicht. Das fand ich auch noch. Das ist schon ein lineares Spiel. Dann wirst du auch noch immer in die eine Richtung geschickt. Dann ist auch noch alle 5 Sekunden ein Text-Pop-up von Fei. Dann kannst du sie noch öfter um Hilfe fragen. Dann nervt sie dich auch noch die ganze Zeit. Und dann, ich will halt einfach nur den Gegner irgendwie angreifen. Da fand ich die Idee, wie es Twilight Princess hatte, du kannst die Wiimote bewegen und damit machst du halt deinen Schwertangriff. Aber wie du es bewegst, ist scheißegal. Das ist einfach ein Attack-Button halt auf einfach das Schwingen an sich gelegt wurde. Es kotzt dich halt so an, wenn du. Es gibt ja diese Gegner mit dem Elektroschwert, wenn du da das Schwert angreifst, kriegst du Schaden. Wenn du eindeutig seitlich schwingst, wenn du komplett von unten sogar schon schwingst, um den Gegner eben nicht weil er sich gerade von oben schützt, um ihn eben nicht dazu treffen, das Ding das falsch registriert und du trotzdem Schaden dafür bekommst, obwohl du eine komplett andere Bewegung machst. Das ist einfach kein gutes Game Design dann. Das ist dann einfach nur, stört mich dann. Bei mir war immer wieder das Problem, dass ich meistens zu langsam war und dann so, dass der wieder die Stance gewechselt hat und dadurch dann von dem Elektroschwert zum Beispiel Schaden genommen habe. Aber es hat eigentlich immer richtig funktioniert. Das kommt Aber auch noch manchmal war dazu, ich auch so ein aber bisschen. bei den Stance-Wechseln sage ich, das hätten sie einfach ein bisschen großzügiger andeuten müssen, dass der jetzt wechselt. Das kann man am Gegner selber noch ändern. Aber dass die Wiimote einfach nicht. Ich habe ab irgendeinem Punkt dachte ich mir einfach, ja, ich schwinge einfach wild drauf los und das hat genauso gut funktioniert, wie wenn ich es aktiv versucht habe. Da dachte ich mir, ja gut, warum soll ich es dann mir Mühe geben? Und ab dem Punkt war es halt auch einfach, schwing irgendwie blöd drauf los und hoffe, dass der Gegner nicht ein spezielles Ding braucht. Oder du kämpfst ganze Zeit mit Bogen oder mit dem Bogen zusammen und mit der Schleuder. Wenn du diese Kombi die ganze Zeit hast, kannst du mit der Schleuder die ganze Zeit deine Gegner stunnen und die dann angreifen. Also hast du keine Probleme beim Schaden nehmen. Das klappt halt beim ersten Girahim-Boss nicht. Da musst du das halt, da musst du ja seine Dinger auch in der so zurückschleudern, wie er sie so macht. Und das hat, oh, ich bin glaube ich dreimal gegen den ersten Boss gestorben. Und dachte mir, oh, das kann doch nicht wahr sein. Aber der punisht dich ja nicht dafür, dass du jetzt sein Schwert angreifst. Also ja, wenn du sein Schwert angreifst, Nee, machst du aber einfach Salto zurück und dann bist du er macht ja dann ausgewichen. diese fliegenden Dinger auf dich, die du dann halt auch in einem Querschlag weghauen musst.
Oder sie treffen halt dich. Und selbst wenn sie nur ein Viertelherz Schaden machen. Zu dem Zeitpunkt hast du ja nur drei. Sechs. Ach ja, stimmt, es war ja So. Skyward Sword. Ja, aber trotzdem. Das dauert ewig. Du machst diese Bewegung, es fühlt sich nicht verdient an, dass du getroffen wurdest. Und dann stirbst du deswegen noch. Und das mehrfach. Das Okay. fühlt sich einfach nicht fair an. Das ist dann nicht, das ist dann so, ich könnte das in echt besser als Link. Und das Gefühl sollte eigentlich andersrum sein. Dass ich mir denke, oh, das kann ich nicht in der Realität, aber schön, dass ich es in einem Videospiel kann. Okay. Ach ja, wo ich gerade noch, ich habe die Story mit dem Shiny noch gar nicht zu Ende erzählt. Das Shiny war dann einfach nur auch ein Geschenk. Ohne Person, wo ich jetzt nicht mal mehr Kontakt zu habe, weil es eine ehemalige Kollegin war. Die hat auch noch, eigentlich zu Weihnachten kriegst du auch noch ein Plüschtier von mir, das liegt immer noch hier. Ey, Ja. Einmal habe ich sie in der Stadt zufällig getroffen, aber sie hat mich gar nicht wahrgenommen. wow. Das tut weh. Naja gut, die waren mit was anderem beschäftigt. Ich habe die dann später nochmal, ich habe bei WhatsApp hier und dann nochmal Kontakt, aber wirklich gesehen haben wir uns nicht. Es war halt dann auch so ein bisschen, ja, da warst du gerade, ja, da war ich wirklich, ja. Und wann bist du mal wieder in der Stadt? Ja, irgendwie gar nicht. Ich habe zum Glück den Beleg weggeworfen. Ich will gar nicht wissen, wie lange das Vieh hier schon liegt. Ey. Oh Gott. Habt ihr noch Spiele, über die ihr mal reden wollt? Boah. Da muss ich tatsächlich überlegen, weil ich habe jetzt auch schon die ganze Zeit überlegt, über was ich noch reden kann, wegen was mich enttäuscht hat. Da fällt mir gerade tatsächlich nicht so wirklich was ein. Nee, mir auch nicht. Ja, wir müssen auch nicht Enttäuschung machen. Wir können ja auch wieder, wie gesagt, positivere oder was weiß ich. Ja, nee, mein Dokument war ja nicht öffentlich. Ich habe hier noch, ich glaube, Anna hat diesmal erzählt, ich habe hier gute Spiele, schlechte Spiele, gute Bosse, unbesiegbare Bosse, Winterlevel, Sommerlevel, Wasserlevel. Bei guten Spielen würde ich tatsächlich noch ein bisschen länger ausschweifen dafür. Da würde ich vielleicht, dass wir uns jeweils dann dafür eine Folge machen. Jeder stellt, keine Ahnung, drei seiner Liebsten vor und dann machen wir irgendwie, jeder macht drei davon, weil da könnte ich schon ein bisschen mehr viel zu dazu sagen. Na gut, das können wir uns ja fürs nächste Mal merken. Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Jeder sucht sich drei Spiele aus, über die er was sagen kann, die er gut fand und warum oder so. Dann schreibe ich mir die Hausaufgaben gleich mal auf. Moment. Ich bin dieses eine Kind. Ah, Gott, oh Gott, habe ich nie gemacht. Ja, mein Problem ist, habe ich Hausaufgaben. Moment. So, welche zwei anderen nehme ich noch? Eins kann man sich wahrscheinlich schon denken, welches ich da nehme, aber. Ja, das stimmt. Skyrim und Skyward Sword. Das Problem, ich will Skyward Sword ja wirklich mögen. Skyward Sword ist für mich so ein Fall, da kann ich, glaube ich, sehr lang drüber reden, weil ich mir denke, da ich sehe absolutes Potenzial. Ich sage nur, es hatte. Bring Skyward Sword jetzt noch mal. Nee, warte, blöde Aussage. Bring es jetzt noch mal Gibt's auf die doch Switch. schon. Gibt's doch. Ja, nein, mach Skyward Sword als Remake, aber nicht als Port-Remake, sondern so wie Resident Evil das macht. Die das nicht eins zu eins machen, sondern als Reimagining quasi. Dann Skyward Sword, die Story ähnlich bis identisch. Die Idee von Fei, dem Roboter, der menschliche Emotionen dann finde ich eine super Idee. Und dass sie das so nach und nach machen. Die Idee ist nicht schlecht. Das Problem ist nur, ich hasse Fei, weil sie dich alle 5 Sekunden meint, ah, Gebieter, zu 84% ist dieser Gegner gefährlich. Dann geht sie wieder weg. Gebieter, dieser Gegner holt gerade zum Schlag aus. Du solltest kontern. Dann geht sie wieder weg. Gebieter, dieser Gegner hat dich gerade getroffen. Du solltest einen Trank einnehmen, um dich zu heilen. Oh, Oh, wie ich sie gehasst habe. also, Und dann hast du okay. einmal Hilfe gebraucht und sie hat dir einen Scheißdreck gesagt.
Das kam ja auch noch bei mir. Ich habe das an dem letzten oder vorletzten Tempel mit den Wasserfrüchten nicht gecheckt und das hat sie mir auch nicht weitergeholfen. Okay, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass du sie überhaupt so sehr nicht magst, dass du sehr übertreibst, muss ich sagen, mit wie oft sie da auftaucht, weil so oft erinnere ich mich gar nicht mehr an sie, dass sie taucht im Tutorial-Gebiet, im Wald von Firone taucht sie. Was war das? Ja, Der das war Wald das von Erste. Firone? Also ich weiß, Genau. die Gamecoms Weil haben in ein dem Let's Play dazu Gebiet. gemacht, da sagen sie buchstäblich an einer Stelle, See you in 60 seconds! Und ich glaube, es dauert nur 45 Sekunden, bis sie wieder auftaucht. Also sie wechseln buchstäblich nur den Raum und Pi taucht wieder auf. Weil da am Anfang kommt sie wirklich sehr oft, weil da halt auch ganze Zeit mit der Aurasuche gesucht wird. Aber ansonsten ist dann immer wieder, wenn storyrelevante Sachen sind, zum Beispiel, hey, du kommst in ein neues Gebiet und dann sagst, hey, da hat sich was verändert und sowas. Aber so oft taucht die tatsächlich nicht auf, wenn du die nicht selber rufst. Und sie als Hilfe zu verwenden, ist halt generell, finde ich, immer wieder Quatsch, weil eigentlich kein Zelda-Kompagnon hat geholfen, würde ich sagen. Also Meinst du jetzt der die einzige Tipps oder meinst du Charakter, der jetzt im mir, Sinne von Story? ich meine, im Sinne von, du brauchst gerade Hilfe bei irgendeinem Rätsel oder Ach sowas, da hat dir so. eigentlich keiner geholfen. Das einzige, wenn du irgendwo, wo du einen Kompagnon halt zum Beispiel mal gerufen hast, war Midna in Twilight Princess, damit du dich teleportieren kannst. Ansonsten hast du sie ja auch nicht gerufen. Ja, für die Brücken und sowas, wenn du was anderes, das war halt schon wieder story-relevant dann. Ja, aber du Aber kannst ja auch Midna einfach ist auch so rufen unfair, weil und. Midna ist meiner Meinung nach auch der beste. Midna und Zelda teilen sich bei mir den S-Spot. Die waren halt die besten. Ja, Zelda aus Spirit Tracks. Die ist halt auch sehr, sehr gut. Midna hat halt. Die haben halt. Die Toon Zelda von Spirit Tracks und Midna machen halt unterschiedliche Sachen gut. Midna hat ihre eigene Story und Toon Zelda ist halt super süß, wie die mit Link dann zusammenarbeiten und sich nach und nach dadurch kennenlernen. Also die würde ich am ehesten noch shippen. Das ist das Zelda-Paar, wo ich dann sage, ich sehe, dass sie bei Twilight Princess das vielleicht mit das Link mit einem anderen Mädel zusammenkam. Dass er mit Iliana oder wie sie hieß, oder dass er in OOT mit Marlon zusammenkam dann am Ende. Das sehe ich eher ein, aber in Spirit Tracks, da gibt es keine Diskussion. Das ist auf jeden Fall, sind die beiden am Ende ein Paar. Ist mir egal, was die Lore sagt. Oh, okay. Die Lore sagt, glaube ich, an dem Punkt eh nichts mehr. Die Lore ist ab dem Punkt zu. Nee, Quatsch, Quatsch, am Ende die Lore geht danach zu Breath of the Wild. Von daher. Keine Ahnung, ich habe Spirit Tracks nie gespielt. Es ist ein unterschätztes. Es ist ein Hidden Gem. Das würde ich auf jeden Fall mal tun. Phantom Hourglass musst du dir nicht unbedingt antun. Das hat einen Tempel, der macht alles kaputt, aber ansonsten ist auch okay. Aber Spirit Tracks ist maßlos unterschätzt. Oh, okay. Ja, probiere ich vielleicht irgendwann mal. Oder. Keine Ahnung, dieses DSL, das hat mich so nie so wirklich gejuckt. Nur auf dem 3DSL Link Between Worlds, das war so. Das war schon sick. Ich müsste eigentlich mal so als Hausaufgabe machen, wie ich Skyward Sword neu machen würde. Dass ich mal da nochmal durchgucke an Videomaterial, was du da nicht hast, weil ich fand so viele Sachen nervtötend. Und ich denke wieder, die Sachen können funktionieren. Also ich fand auch das Ausdauersystem, ich hasse es in Skyward Sword, weil es ist halt nur, du musst jetzt genau dahin rennen, du musst jetzt genau dahin. Oh, du bist nicht genau angekommen. Tja, dann fang von vorne an. Das mochte ich nicht. Aber in Breath of the Wild finde ich es super. Weil wir da, Was? ich glaube, es ist, weil es halt offener ist. Von daher, ich würde halt gerne, wie gesagt, ein Reimagining. Mach mir Skyward Sword, aber mach es halt so offen. Mach eine Fusion. Gib mir die Skyward Sword Story, aber pack sie in das Gameplay von Breath of the Wild TOTK. Ich glaube, ich würde es lieben. Gerade auch Okay. mit den Dingern, wo du ja in die Vergangenheit reist, da könntest du auch dann die separate Welt nochmal und was haben. Also, wie gesagt, die Story, ich finde auch dass Zelda ja zu dem Zeitpunkt zweimal da ist. Also einmal ist sie ja in dem Kristall und dann ist sie nochmal nicht in dem Kristall. Das ist, dass du sie von Anfang an so gesehen schon sehen kannst, dass das der Plot-Twist ist. Das finde ich eine super coole Idee. Das ist auch eine wunderschöne Cutscene, wenn du sie dann triffst, nur ist sie halt umgeben von einer Menge Gebieter, 84%, bla bla bla. Und jetzt mach nochmal den Verbannten. Weil warum nicht? Wir haben ihn ja erst zweimal bekämpft. Und diesmal kann er fliegen.
Wir sollten wirklich vielleicht von Skyward Sword weggehen. Das haben wir gerade zu oft gemacht. Ja, ich will es mögen, das ist mein Problem. Ich sehe halt das Potenzial darin. Ich denke mir, da sind so viele gute Punkte, du kannst daraus so viel mehr machen als das, was es ist. Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Anna noch wach, oder? Ich bin noch wach, ja. Noch. Ja. Aber hast dich auch schon so ein bisschen müde an. Ich werde auch schon so langsam müde. Ja, ich bin noch echt müde. Ja, habt ihr beide noch was, wo ihr auch unbedingt drüber reden wollt? Also Nee, Moment. heute ganz ehrlich nicht mehr. Ja, wir können ja dann in 2 Wochen oder was wieder machen. Ja. Weil ich muss nämlich da auch mal langsam mal pullern. Ja. So, dann wollt ihr noch eure, ich glaube, Anna, hast du Socials überhaupt, die du jetzt anwerben könntest? Ja, ich hab's auch schon. Ja, willst du sie auch anwerben? Möchtest du da dein TikTok-Account oder was ihr jungen Leute heutzutage hier macht, da anwerben? Aus, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Jetzt hast du die Zeit dafür. Zum Schluss macht man das doch immer. Wo können die Leute dich finden? Das ist doch so der Standardsatz. Warte mal, dann muss ich erstmal also meinen Namen hier raussuchen. Na gut, Chris, wo können die Leute dich finden? Wo gibt's Zelda 2 zu sehen? Auf Twitch könnt ihr mich finden, wo ich nicht streame. Wow. Sie können ihn finden, sie können ihm auch folgen. Oh, das wäre mal eine Challenge, irgendwie, was weiß ich, 100 Follower zu kriegen, ohne irgendein Video hochzuladen. Oder irgendeinen Stream. Das würde ich nicht sagen, ist nicht schwer. Also, sag ich mal so, wenn du schon jemand bist, der halt mehrere bei sich hat, weil es gibt viele Leute, die einfach irgendwelche Accounts erstellen, wo zum Beispiel ein berühmter Name ist und dann nimmst du einfach genau so ein und dann hast du in kürzer Zeit genug. Glaubst du, da fallen die Leute wirklich noch? Na gut, es gibt immer genügend Idioten. Ja, wahrscheinlich schon. Also, das ist keine Challenge. Ja, und wo können die Leute dich finden, Jan? Genau hier, weil. Fuck, habe ich die YouTube-Serie jetzt Jan for Smash oder Jan for Worlds oder Jan for YouTubes? Ich habe es mir nicht gemerkt. Ansonsten auf genau diesem Twitch-Account, auf dem wir gerade sind. Jan for Twitch, glaube ich. Jan vor Twitch, genau. Braucht mal ein besseres System dahinter. Anfangs war es noch der Name der Webseite, jetzt ist es echt ein bisschen random geworden. Naja, das ist das erste Mal gewesen, das ändert sich noch. Ja, den Ja. Namen ändere ich dann nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Jetzt muss ich damit leben. Ja, gut. Alles klar, der Chris sagt Tschüss. Okay, dann bis wahrscheinlich in 2 Wochen oder eher. Genau. Genau. Moment da, Discord. Da. Okay, jetzt sind die beiden, glaube ich, noch im Call. Na gut, Ben, was?